Herzlich willkommen zur 825. Folge des Sneakpods, in dem wir unser diese Woche wahrscheinlich rotes Sofa in Modena aufgebaut haben und den Film Ferrari besprechen unter anderem. Und natürlich auch frisch rot lackiert ist Dr. Christiane Attig, die uns diesen Film mitgebracht hat. Herzlich willkommen, Christiane. Ja, hi, schön, dass ich da sein darf. Und mit dabei ist heute auch der schnellste Flitzer im Rennstall, nämlich Bob. Ja, hallo. Und die eifersüchtige Ehefrau ist Christoph Perl. Ah, das ist schön. Ich darf Penelope Cruz sein, das freut mich. Hallo. Ja, hallo. Christiane, schön, dass du wieder da bist und ich hoffe heute auch alleine, was nicht bedeutet, dass es schlecht war letztens, es war eine wunderbare Sendung, aber wir wollten dich natürlich nochmal alleine haben, um uns dir besser widmen zu können und hoffen, dass du etwas mehr Redeanteil bekommst, was mit uns beiden auch nicht gesichert ist, aber ja, du hast uns Ferrari mitgebracht. Ja, so sieht's aus. Ich habe auf jeden Fall keine total durchschaubaren Überraschungen heute angekündigt. Also insofern müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen. Du hast sie nicht angekündigt, das heißt, sie können trotzdem kommen. Oh, oh, oh. Aha, okay. Ja, ich habe euch Ferrari mitgebracht, genau. Wollen wir da direkt einsteigen? Du könntest uns erzählen, um was es geht in Ferrari. Also in Ferrari geht es um den Gründer der Firma Ferrari, Enzo Ferrari. Es spielt im Jahr 1957, also ich weiß nicht, ob man das als Biopic bezeichnen möchte. Es ist auf jeden Fall eine sehr kurze Zeit im Leben dieses Mannes. Und es geht darum, dass er diverse Krisen durchlebt. Also zum einen, gut, das ist noch nicht die Krise, aber er hat auf jeden Fall neben seiner Ehe auch noch eine Beziehung zu einer anderen Frau namens Lina Lati, mit der hat er auch ein Kind zusammen. Und ja, das wird natürlich Thema in diesem Film sein. Ich soll jetzt noch nicht spoilern, nehme ich an, ne? Nicht zu sehr, nee. Okay. Sorry, ich muss das immer wieder fragen. Naja, wie auch immer, diese Affäre existiert und nebenbei muss er sich natürlich auch um die Firma kümmern und das läuft alles nicht so rund, es werden nicht so viele Autos verkauft, wie das eigentlich wünschenswert wäre, um den Rennstall Ferrari, also im Rennwagengeschäft, sagt man das so, quasi aufrechtzuerhalten. Und ja, dann der Höhepunkt des Films ist dann ein Rennen quer durch Italien, so wie ich das verstanden habe. Und da kommt es dann auch noch zu einem Drama. Ich glaube, mehr braucht man dazu nicht sagen. Mhm. Ja. Es ist wirklich nur ein relativ kurzer Zeitframe, der hier erzählt wird. Also 1957, Teile dieses Jahres und weiter hinaus geht es ja gar nicht. Also das beginnt in 57 und das Drama entspannt sich dann auch in 57. Von daher wirklich, wie du sagst, ein kurzer Abschnitt. Von daher Biopic, ja, ne, so ein schwierig, ne, irgendwie naja, so gut, ein Ausschnitt halt. Es betrifft halt die wichtigste Zeit in seinem Leben, wo sich halt alles entschieden hat, ob das Firma den Bach runtergeht, ob seine Beziehung den Bach runtergeht, ja, wie das halt alles läuft. Gell? Und ja, gut, weiß man nicht, vielleicht als er die Firma gegründet hat, vielleicht war da auch schon mal alles total schlimm und knapp, das wissen wir nicht, das wird uns alles nicht erzählt. Wir sehen halt hier so einen Abschnitt von großem Drama, ja, auf jeden Fall. Aber er ist ja schon eine Berühmtheit da, zumindest in der Gegend und in der Autoszene. Ja. Ja, dann ist unsere Standardfrage an diesem Zeitpunkt in der Folge, wie hat uns das denn gefallen? Christiane. Ja, nicht so gut, ehrlich gesagt. Also ich hatte jetzt auch nicht wahnsinnig hohe Erwartungen. Also Michael Mann, also der Regisseur des Films, mit seinen Filmen kann ich im Prinzip nicht so viel anfangen. Deswegen ich weiß, wo soll ich denn anfangen? Also Adam Driver finde ich ja im Prinzip total gut, aber da kommt es für mich auch sehr auf die Optik an und das war hier halt ein Problem, sag ich mal. Weil er grauhaarig ist. Na danke. Nein, das meine ich nicht, aber ich weiß nicht. Also ich habe in diesem Film einen Schwachpunkt von Adam Driver als Schauspieler festgestellt. Der kann nicht subtil schauspielen. Also in Rollen, wo er wirklich so Ausbrüche haben kann, wie Marriage Story oder meinetwegen sogar in Star Wars, finde ich den super. Aber hier, wo er dann doch eher, ja, vielleicht auch so eine ambivalente Person spielt, hat es auf mich keine großartige Wirkung gehabt.
Aber davon abgesehen ist das, glaube ich, nur einer der vielen Schwachpunkte, die dieser Film so hat. Also mein größter Schwach, ich glaube, das habe ich zu Daniel auch gesagt, als wir das geguckt haben, ich finde diesen Film so unausgewogen. Also ich wusste nicht so richtig, was will der eigentlich von mir? Also ich fand die Geschichte an sich wenig mitreißend dafür, dass da echt viel Drama passiert. Brutal lahm, ja. Ja, genau. Und für Entschuldigung, ist exakt diesen Gedanken hatte ich auch, weil dieses Drama, also wir können es ja benennen, es ist ein Unfall, ja, also ein fürchterlicher Unfall, der ja wirklich auch gory gezeigt wird. Ja. Wo man sich denkt, ja, so, was machen die daraus, ja? Das ist so, da wird nichts draus. Die nächste Szene ist quasi, dass er da so hinfährt und sich das so anschaut, was da so passiert ist und da so sieht, wie da irgendwelche Leichenteile weggeräumt werden und so, ja. Und da wird nichts draus gemacht. Ich habe wirklich keine Träne verdrückt in dem Film. Mhm. Und da sind ja wirklich Schicksale und auch die Schicksale, so die Sachen mit, dass er im Endeffekt eine zweite Ehe ja noch führt, nebenher, wo er ein Kind hat, das, und da, wo eine Vater-Sohn-Beziehung ja sein müsste und sowas. Da ist gar nichts, man spürt nichts. Mhm. Das ist echt irre. Ja. Ja, um diese Unfallszene nochmal aufzugreifen. Also das war so ein krass tonaler Shift. Das hat für mich überhaupt nicht funktioniert, aber auch die ganze Unfallszene davor. Also ich habe zu Daniel auch gesagt, so kannst du bitte nochmal zurückspulen. Das sah gerade so kacke aus. Ich habe auch so gespult, ja. Das war so Auto vollkommen aus dem Nichts. Und, ja. Und an dieser Laterne hängen bleibt und so. Also ja. komisch, ja. Sind aber so ungefähr die Eckpunkte des realen Unfalls, der damals passiert ist. Also das Ding ist wirklich irgendwie gegen einen Telegrafenmast geknallt und von dort aus ins Publikum geflogen. Ja, gut, aber wenn es nun mal kacke aussieht im Film, müsste man das halt anders inszenieren. So. Ja, vor allem die Musik schwillt vorher so an, du weißt schon was gleich passieren wird. Ja, dann wird nochmal auf den Reifen Großaufnahme. Oh, also das war furchtbar. Selbst wenn du nicht weißt, was in der Realität passiert ist. Dann Zeitlupe. Ja, genau. So, noch mehr on point ging es nicht. Ja. Es telegrafiert sich schon mal so daher. So, übrigens, jetzt hier aufpassen. Genau, jetzt und gleich jetzt Gore. Oh Mann, also das war wirklich auch vorher, die Musik wird so dunkel und dann kriegen wir die Opferfamilie kurz vorgestellt und du denkst dir so, wer sind diese Menschen, die ich in diesem Film noch nie vorher gesehen habe und warum ist hier so bedeutungsschwangere Musik im Raum und dann ich verstehe, was gleich passiert. Weißt du, was mich das erinnert hat, Bob, an welchen Film? Den Sach? Haben wir auch mal hier besprochen, ich glaube sogar als Hauptfilm, diesen schwedischen Film, wo aus den 50er Jahren, dieser Kurzfilm. Irgendwie, dieser Verkehrserziehungsfilm, genau, wo das Kind, Odödet Baren oder sowas, wo es auch so diese Familie vorgestellt wird und dieses Kind wird halt sterben und war ja ganz ähnlich hier, gell? Weil Also Ferrari quasi Staplerfahrer Klaus, wenn ihr so wollt. Okay, das war pietätlos, aber ich habe noch so ein paar weitere Kritikpunkte. Ja, der Film ist auch pietätlos. Also der macht da ja auch nicht sehr, also das ist ja total pietätlos. Die Leute sind halt, sagen wir mal, nur, die da sterben, sind halt nur Hintergrund zu der Geschichte von unserem großen Enzo Ferrari, um den es hier geht. Und ja, jetzt kann man darüber diskutieren, dass die Gerichte haben ihn ja am Schluss für unschuldig befunden und wie dass da keine Zäune stehen und so weiter, das ist auch sicherlich eher dem Veranstalter zuzuschreiben, als jetzt den Leuten, Zeit die Autos. Ja, eben. So. Und selbst wenn es in der Zeit vielleicht schon hätte anders und so weiter, dann machst du den Vorwurf eigentlich nicht den Leuten, die da ihre Autos hinschicken. Nee, den Vorwurf mache ich den Filmemachern, dass sie daraus... Ja, nee, ich meine da nur war jetzt, ja Leid, ja? Also das ist ja... Ja, nein, aber was ich sagen will ist, die sind nicht Thema des Films. Thema des Films ist Ferrari und was seine Geschichte da angeht. Aber das Problem hatten wir hier auch schon oft so. Der Film hält sich halt sehr sklavisch an das, was in der Wirklichkeit passiert ist. Und ja, da sind dramatische Dinge passiert und er hat eine komplizierte Familienaufstellung und so weiter und seine Firma war bedroht. Aber es sind halt irgendwie so 5, 6 Themen nebeneinander her, die keiner Aktstruktur oder irgendwas folgen. Die meandern da so rum, so war es halt in Wirklichkeit und so kriegen wir es jetzt hier auch erzählt, mehr oder weniger dem gleichen Takt und ja und du musst halt, weißt du, wenn du sagst, das spielt da keine Rolle, das Leid und so, dann musst du aber auch den Unfall nicht so gory zeigen. Ja, das habe ich nicht verstanden, da bin ich bei und ja, ich habe mich zum Teil auch gefragt, ist der Film eher, ist es ein Wirtschaftsdrama, geht es um
einfach um Geld und so? Oder geht es um irgendwas anderes? Ja, also, es geht eigentlich nur um ihn. Es geht ja, auch zentrale Figuren, alles andere kreist um ihn rum. Ja, ja, aber Christiane, als, du wolltest noch was bemelden. Ja, genau. Ja, auch als Charakterdrama, finde ich, funktioniert das aber nicht, weil dafür kriegen wir viel zu wenig Einblicke in seine Gefühls- und Gedankenwelt. Ja. Und es ist die ganze Zeit total distanziert, wo man sagen kann, ja gut, das ist für ein Biopic vielleicht auch eine Wahl, die man nachvollziehen kann. Aber trotzdem, wenn er nun mal der Dreh- und Angelpunkt von allem ist, kam bei mir halt nichts rüber. Und er sollte irgendwie ja schon so rücksichtslos und auch so ein Arschloch sein, aber das hat halt, das war halt auch nicht konsistent, wo man sagen kann, ja gut, ambivalent, wie auch immer, aber gleichzeitig hat sich das im Schauspiel halt nicht gezeigt. Er war halt oft so total neutral im Gesicht, sodass bei mir nichts rüberkam. Und das finde ich für so einen Film, der so stark an der Person festhält, schon ja einfach ein Kritikpunkt. Ja, ja. Es zündet nicht so richtig. Man guckt dem so zu, es plätschert so dahin und man lernt ein bisschen was darüber, wie dieser Typ wohl so ein bisschen war. Also wenn man das jetzt mal für bare Münze nimmt, dass wir jetzt mal annehmen, dass es den irgendwie charakterlich so trifft, den echten Enzo Ferrari. Das weiß man ja nicht. Also ich weiß es nicht, aber dann hat man hinterher das Gefühl, okay, jetzt weiß ich ein bisschen was über diese Zeit und über die, wie das damals war mit den Rennen und so weiter. Aber darüber hinaus ist da halt dann auch nicht viel zu holen, außer dass man so ein Gefühl mitnimmt von jetzt weiß ich so ein bisschen was. Ja. Aber ja, das ist ja eigentlich so ein Typ, der so eine Gravitas ausstrahlen sollte, ne? Und das hat er halt nicht. Und ich glaube, das ist so der Kern des Ganzen, warum mir das nicht gefallen hatte. Davon fand ich die Rennszenen auch total langweilig und auch verschnitten teilweise. Wobei ich sagen muss, dass sie zumindestens, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, Foreshadowing. die Rennszenen hatten zumindest, was die Art, wie die Leute Auto gefahren sind, angeht, Hand und Fuß hatten. Also, aber das hat man doch fast nie gesehen. Das waren nur Sekunden, wo man Autos gesehen hat. Ja, das mag sein. Ist vielleicht auch schwierig mit diesen alten Kisten. Die kannst, weiß ich nicht, die darfst du wahrscheinlich, wenn die überhaupt in echt zum Fahren kriegst, für so eine Dreharbeiten, weiß nicht, wo man so viele Oldtimer-Ferraris hernimmt, die man schnell um Ecken werfen darf für Dreharbeiten. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben oder ob das alles aus dem Computer ist. Aber ich fand das, was man gesehen hat, auch wenn die Unfälle scheiße aussahen, nicht nur der mit dem Telegrafenmast, sondern auch der am Anfang, gleich der erste Unfall, wo der Typ dann da oben rausfliegt und so, das so schlimm CG aus, das ist ganz furchtbar. Aber den Part, den man gesehen hat auf der Rennstrecke, wie die Leute so eine Kurve anfahren und so weiter und wie sie sich da drin in dem Auto verhalten und auch wenn dann mehrere Fahrzeuge gegeneinander gefahren sind und versuchen sich zu überholen, das Verhalten der Fahrzeuge zueinander und der Leute in den Autos hatte was von Rennsport. Das konnte man kaufen, soweit, wie man es denn sehen konnte. Ja, ich weiß nicht. Es gab so einen Pet-Peeve, wo ich mich wirklich aufgeregt habe. Und zwar dieses Rennen, das geht ja irgendwie über mehrere Tage oder keine Ahnung, Wochen. Also da fehlt mir auch so ein bisschen die zeitliche Einordnung. Das habe ich nicht verstanden. Aber dass sie quasi gegen Ende dieses Rennens immer noch wenige Meter Abstand voneinander haben, das ist so unrealistisch. Und da war ich voll raus. Ja. Die geht nicht über, ich glaube, die geht nur, also irgendwie sowas Größenordnung 24 Stunden, ein bisschen länger, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber also schon durch eine Nacht durch, aber im Zweifel nicht mehrere Nächte, oder? Ich bin nicht 100% sicher. Ja. Ah, doch hier, warte mal, 1957 hat der Sieger 10 Stunden 27 gebraucht. Ach so, ja guck an. Hier ist ja auch Mille Miglia oder so, da braucht es also 1000 Kilometer, genau. Okay. Ja gut, über kleine italienische Bergstraßen in 1957er Autos, das kann schon mal einen Augenblick dauern, aber ja, aber nicht länger als einen Tag. Ja, aber ja. Stunden, aber trotzdem, ich meine, so ein Formel 1, ich war immer Formel 1 Fan als Kind und so ein Rennen geht ja irgendwie zwei, drei Stunden oder so und am Ende sind die ja so weit auseinander, da haben ja die Leute teilweise schon mehrere Runden Abstand voneinander und das konnte ich da einfach nicht, das konnte ich dem Film nicht abkaufen. Zu Realismus von Autorennen, wie gesagt. Müssen wir nochmal später dazu kommen. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch nachher. Okay. Da hat es mich noch nicht so gestört, muss ich sagen, irgendwie. Weil man auch nicht das Gefühl hatte, dass man das gesamte Fahrerfeld irgendwie zu sehen kriegt. Man hatte das Gefühl, man sieht irgendwie Ferrari und Maserati und die sind vielleicht die beiden Favoriten und die sind vielleicht die zwei Teams, die sich da am vorne irgendwie kappeln und da ist immer mal noch so ein alter Mercedes oder irgendwas durchs Bild gefahren. Aber
Da wusste man nicht, wie groß ist das Starterfeld? Sind das irgendwie 20 Autos oder sind es 50 oder 100 Autos? Und das, von daher, das konnte ich irgendwie verzeihen, weil ich ja nicht sehen konnte, wo der Rest ist und ob da noch andere sind. Und ich, in meinem Kopf waren da einfach noch viele andere irgendwo anders, was ich nicht gesehen habe. Was ich aber auch nicht geschnallt habe, war, Ferrari hat doch irgendwie 5 Autos ins Rennen geschickt und dass die aber während des Rennens auch so gegeneinander aufgestachelt wurden, was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Warum? Nee, das war nicht, das war Maserati gegen die sich aufgestachelt haben. Deshalb hat die Kamera immer runtergeschwenkt auf den Lufteinlass vorne am Auto, damit du immer schön den Dreizack von Maserati sehen konntest. Ach so. Oder wenn der da halt nicht zu sehen war, dann war halt das kleine gelbe Rennpferdchen vorne auf die Motorhaube geklebt. Und die Kamera hat immer, wenn so ein Auto so quasi vor das Kameraauto gefahren ist, dann hat die Kamera immer einmal runtergezogen, damit du den Dreizack siehst oder dass er da halt nicht ist. Und dann wusstest du, okay, die sind zwar alle rot angemalt gewesen, aber der eine war halt irgendwie ein Maserati und der andere nicht. Fand ich auch blöd, den hätte man ruhig blau oder grün oder irgendwas machen können. Ja, aber waren die halt nicht. Aber war das nicht auch so, dass hier Enzo Ferrari zwischendurch irgendwelche Telefonate geführt hat und dann gesagt hat, hier, der und der muss aber den Rekord einfahren? Und also vielleicht erinnere ich mich auch falsch, das kann auch sein, aber ich habe es auf jeden Fall nicht ganz verstanden. Aber vielleicht lag es auch einfach dran, Die fuhren doch auch in unterschiedlichen Klassen, oder? Die hatten doch unterschiedliche Autos, die sahen zwar ähnlich aus, aber unterschiedliche Motoren und so. Hat er doch gesagt, irgendwie, der kann doch der Beste in seiner Klasse werden, oder? Ja, genau, so. Genau, ja. Ja, das war der Olivier, Nachname vergessen, irgendwas mit B. Dem hat er ja das Auto weggenommen und hat ihn runtergestuft und hat dann den anderen aber beleidigt und ihm gesagt, der wird auch mit der Karre noch schneller sein als du. Ja, der die halt alle, wollte die alle so ein bisschen animieren. Naja. Ja. Etwas toxisch. Was ich ja lustig fand, war, dass Patrick Dempsey mitgespielt hat. Ja, fand ich auch. Wollt ihr meinen Favorite Fun Fact zu Patrick Dempsey hören? Unbedingt. Hat es denn irgendwas mit Grey's Anatomy zu tun? Nein. Leute, die sehr konsistent Keanu Reloaded hören, kennen ihn vielleicht schon. Patrick Dempsey, also Schauspieler war nicht seine erste Karriereoption. Er wollte nämlich ursprünglich was anderes werden, nämlich Profi-Jongleur. Wo tritt man als Profi-Jongleur auf? Ich weiß das, nicht. Im Krankenhaus? Nee, das macht man, glaube ich, als nicht, wenn man nichts verdient, oder? Ich habe keine Ahnung, was man als Profi-Jongleur macht. Olivier Jean de Bion, wollte ich noch nachreichen, so hieß der Typ. Ja, der Dempsey war ja der dann am Schluss gewonnen hat, also die Dempsey-Figur, aber ja, jongliert hat er nicht. Hätte man ihm ja einbauen können. Kann er das denn? Kann er das heute noch? Hat er das schon mal in einem Film zu Protokoll geben dürfen irgendwo? Das weiß ich leider nicht. Schade. Ja, aber können du das bestimmt. Ja, aber dann wäre es doch lustig. Ist noch irgendwie, wenn das jetzt alle Regisseure wüssten und ihn immer in irgendwelche Rollen dann irgendwo ihm was zum Jonglieren in die Hand geben. Und wenn es nur so nebenbei ist, wenn er in der Küche steht und mit irgendwem redet oder so, dann einfach mit irgendwelchen Äpfeln jonglieren. Ja, oder das fände ich super. Das wäre so ein schöner Running Gag, den man dann in jedem Film, wo er mitspielt, einbauen könnte. Also bei Grey's Anatomy wäre das locker möglich gewesen. Ja. Vielleicht ist es auch gemacht worden. Hast du alle Folgen geguckt und darauf geachtet? Ich habe vielleicht 3 gesehen und das ist wahrscheinlich schon übertrieben. Okay, ich werde meine Frau fragen. Die hat, glaube ich, alle von 2-mal gesehen. Oh Gott. Wow. Ja, ansonsten, was ich noch gut fand, war, oh Gott, jetzt komme ich näher. Penelope Cruz fand ich gut. Mhm. War so ein schauspielerisches Highlight. I want my gun back. Ja, das stimmt. Die hatte schon ein paar gute Szenen. Allerdings auch so ein bisschen klischee-mäßig, oder? Ich meine, Penelope Cruz zu besetzen für so eine gehörte Ehefrau, die irgendwie die ganze Zeit stinksauer durch den Film rennt und einfach immer jeden irgendwie nur anfaucht. Also, ja, gut gespielt, aber auch so ein bisschen irgendwie so, ja, haben wir jetzt nicht zum ersten Mal gesehen. Ja, das stimmt. Ja, habt ihr sonst noch Punkte? Das Color Grading hat mir gefallen, aber es war halt auch reines Klischee. Nee, mich hat er ziemlich angeödet. Also es war, also was ich bemerkenswert fand, was natürlich man weiß, aber was man hier halt nochmal richtig gesehen und gespürt hat, wie super scheißgefährlich der Rennsport zu dieser Zeit war. Da machen wir uns halt heute keine Vorstellung mehr. Also heute fahren die Autos ja zum Teil viel schneller und doppelt so schnell oder so. Ja, im Rallye ja nicht, gell? Oder? Es war ja nicht Rallye, es war Straßenrennen. Ja.
Es geht ja in Richtung Rallye. Und auch zum Teil fahren die heute ja viel riskanter, ja. Also mit was für Sprüngen, die heute zum Teil eben solche Rennen auch fahren. Trotzdem passiert ja viel weniger. Und hier war es ja wirklich so, wenn ein Unfall passiert, gibt es halt immer Tote. Und zwar massiv Tote. Und also, dass eben auch die Rennfahrer so krass verletzlich sind. Ich meine, klar, dass die irgendwelche Passanten über den Haufen fahren, das kommt vor, das kommt auch heute noch vor. Aber dass die eben selbst in diese Kiste steigen und da erstmal vor so einem Rennen so einen Abschiedsbrief im Endeffekt schreiben und ja, und nicht wissen, ob sie da lebend wieder rauskommen. Das ist schon, also das fand ich schon bemerkenswert. Und dass es auch nicht mal das Rennen als solches braucht, um gefährlich zu sein, sondern schon so eine Trainingsrunde oder so eine Testrunde oder so bringt Leute um im Zweifel. Eine einfache Fehlfunktion an dem Auto auf einer abgesperrten Rennstrecke. Bremse ohne nicht funktioniert, tot. Genau. Das ist sowas, wo du heutzutage auf Rennstrecken, also wenn es jetzt nicht irgendwie so uralt Rennstrecken oder irgendwie Monaco der Stadtkurs oder so ist, sondern so eine normale Rennstrecke mit Kiesbetten und Auslaufzonen und diesen lustigen Reifenstapeln am Ende oder so, dass du dich da auf einer leeren Strecke mit nur einem Auto, was unterwegs ist, umbringst, ist dann doch hinreichend unwahrscheinlich geworden. Also ich will nicht ausschließen, dass das hin und wieder noch passieren könnte, aber Fakt ist, ich sag nur Nordschleife am Nürburgring. Spielt ja später noch eine Rolle. Ja, Nordschleife ist halt auch eine sehr alte Rennstrecke und hat dann nicht überall die langen Auslaufzonen. Ja. Nee, aber das fand ich tatsächlich bemerkenswert. Aber sonst, also was den Film angeht, ja, Christiane, du hast es ja schon gesagt, der weiß nicht so recht, was er sein will, gell? Und dieses Spannung daraus ziehen, ob die Firma jetzt pleite geht oder nicht, das ist mir so fuck egal. Ja, voll. Weil wir wissen, wie es ausgeht, ne? Also ich meine, null Fallhöhe. Ich meine, selbst wenn wir es nicht wüssten, wäre es mir so wurscht, weil halt diese Wirtschaftsdramen, das geht völlig an mir vorbei. Also es ist mir so egal, weil es halt nur Geld. Und ja, und er weiß halt nicht, was er sein will. Also es ist halt auch kein Vater-Sohn-Drama. Und es ist auch kein Renndrama. Es ist halt nix so richtig. Ja. Ich mochte die alten Autos zu sehen und zu hören. Ja, das war schon cool, klar. Aber ja. Ich mochte eine Szene mit Adam Driver relativ zu Beginn, wo er am Grab seines toten Sohnes steht und die Szene ist viel zu lang und er geht sich da in diesen Monolog, aber er sagt diese eine Zeile, die da irgendwie geht wie, ich wünschte, ich würde dich in meinen Träumen sehen, wo ich dachte so, das hat Substanz so, aber das war der einzige Moment, fand ich. Nichts draus gemacht. Ich dachte, dass der Film damit quasi so ein Ding aufmacht, womit du sagst am Anfang mal, Christiane, wir können nicht in seinen Kopf gucken. Damit schon. Da konnte man es einmal kurz. Und ich dachte auch so, der würde dieses Vehikel benutzen, um ihn irgendwie reflektieren zu lassen oder so. Hätte ja nicht jedes Mal am Grab sein müssen, hätte man ja irgendwie anders noch einbauen können. Aber es blieb dann das einzige Mal und tauchte nicht wieder auf. Und demzufolge war danach auch schwer mit, wie du sagst, in seinen Kopf gucken. Ja. Geben wir Punkte, oder? Christiane, möchtest du anfangen? Ich wäre bei 4 Punkten. Also er war schon irgendwie jetzt nicht schlecht produziert, so Grundvoraussetzungen sind erfüllt, aber alles andere darüber hinaus ist halt nicht so dolle. Ja. Ja, bei mir kommt noch ein Schuss Langeweile dazu. Ich gebe ihm 3,5. Okay, dann mache ich diese Halbpunkte-Abstände voll und gebe 4,5. Ich finde auch, er war unterm Schnitt sozusagen. Aber von den zwei Rennfilmen, die wir heute besprechen, definitiv der unterhaltsamere. Und ja. Das ist so lustig. Das sehe ich ganz anders. Schöne rote klassische Wagen und halbwegs realistische Darstellung dessen, was ich da gezeigt bekommen habe. Auch wenn es irgendwie kein ganzes Drehbuch im Sinne eines Drehbuchs war, sondern halt irgendwie so ein Ausschnitt aus dem realen Leben, der irgendwie so vor sich hin meanderte und dann irgendwann zu Ende war. Ja, okay. Lass uns trinken. Ja. Christiane, was trinkst du?
Ja, ich habe mich echt schwer getan. Ich habe keine einzige italienische Spirituose da und habe auch geguckt, sowas gibt's an Cocktails, die man auch mit anderen Sachen machen kann. Und es war einfach, es war mir nicht möglich, was Italienisches herzustellen und ich konnte halt auch nicht mehr einkaufen gehen. Deswegen habe ich ein bisschen gefuschelt und habe ChatGPT gefragt, was ich denn mit meinen vorhandenen Zutaten machen kann, was italienisch sei. Und er sagte Peach Gin Fizz. Und dann habe ich nochmal gefragt, ist das wirklich italienisch? Und dann meinte er, ah nee, sorry, das ist jetzt nicht italienisch. Aber ich so geil. Diese AI, das ist so nutzlos. Das ist so geil. Aber dann habe ich gesagt, okay, das klingt gut, da habe ich Bock drauf. Und dann habe ich ChatGPT gefragt, was haben denn Peach Gin Fizz und Enzo Ferrari gemeinsam? Da finden sie jetzt, was. Jetzt kommt. Da wurden mir 4 Punkte genannt. Erstens, Schatten der Vergangenheit. Sowohl der Peach Gin Fizz als auch Enzo Ferrari tragen eine Last aus der Vergangenheit. Enzo Ferrari hatte Geheimnisse und ungelöste Konflikte in seinem Privatleben, ähnlich wie die dunklen Nuancen, die der süße Geschmack des Pfirsichlikörs dem Peach Gin Fizz verleiht. Völlig an den Haaren herbeigezogen. Ja, vor allem, das klingt halt irgendwie sachlich. Aber wenn man es mal hört, was es einem erzählt, ist es halt kompletter Unsinn. Ja. Völliger Quatsch. Zweitens, verblichene Pracht. Hinter der Fassade von Eleganz und Raffinesse verbergen sich bei Enzo Ferrari und dem Peach Gin Fizz Spuren von Verfall und Vergänglichkeit. Enzo Ferrari, einst ein Titan der Automobilindustrie, sah sich später mit wirtschaftlichen und persönlichen Herausforderungen konfrontiert. Der Peach Gin Fizz, ein zeitgenössischer Twist eines klassischen Cocktails, erinnert an vergangene Zeiten, die langsam verblassen. Whatever. Und wollt ihr die anderen beiden auch noch hören? Ja, auf jeden Fall. Das ist so dumm. Drittens, verlorene Leidenschaft. Die Leidenschaft, die einst das Leben von Enzo Ferrari und den Geschmack des Peach Gin Fizz bestimmte, ist von Melancholie und Entfremdung durchdrungen. Enzo Ferrari mag sich nach den Tagen sehen, als seine Liebe zum Rennsport noch ungetrübt war, während der Peach Gin Fizz die Erinnerung an vergangene Sommernächte hervorruft, die längst verblasst sind. Das spüre ich sogar noch am meisten, muss ich sagen. Das würde ich sogar noch erweitern, würde sagen, die Erinnerung daran, als einem der Pfirsichlikör noch geschmeckt hat. Was ist Punkt 4? Verhüllte Geheimnisse. Sowohl Enzo Ferrari als auch der Peach Gin Fizz bergen düstere Geheimnisse, die im Dunkeln verborgen bleiben. Enzo Ferrari kämpfte mit den Schatten seiner Vergangenheit und den Geheimnissen seiner Beziehungen, während der Peach Gin Fizz eine subtile Bitterkeit verbirgt, die die Süße des Pfirsichlikörs durchdringt und dem Cocktail eine geheimnisvolle Aura verleiht. Oh, jetzt habe ich auch Bock auf einen Pfirsich Gin Fizz. Der ist sehr lecker, ja. Das heißt, verstehe ich das richtig, du hast ein Gin Sour gemacht mit Pfirsichlikör als Süßung und hast dann ein bisschen Soda drauf gemacht, oder? Genau, aber es war mir nicht süß genug, ich habe noch so ein bisschen Zuckersirup dazugegeben. Man hätte auch einfach noch mehr Peach reinmachen können. Ich wollte ja auch das Saure noch ein bisschen haben. Okay. So, ich hätte noch einen sinnlosen. Klingt gut. Ich wäre noch nie auf die Idee gekommen, diesen Drink zu machen, aber ich werde das, ich glaube, den muss ich mal testen. Das klingt super. Ich weiß nicht. Das klingt. Egal. Es schmeckt auf jeden Fall wie ein sommerlicher Urlaubstag. Vielleicht hättest du es fragen sollen, was der Peach Gin Fizz und Ferrari Enzo gemeinsam haben. Also nicht Enzo Ferrari, weil es gab ja mal ein Auto, was sie dann nach ihm benannt haben. Ah, stimmt. Im Jahre 2002 oder so. Mhm. Da hätte man dann wenigstens noch über die rote Farbe reden können oder so. Ich muss auch sagen, ich bin beeindruckt. Also entweder hast du einen sehr spezialisierten Geschmack, der unorthodox ist, oder du hast wirklich eine verflucht riesige Bar, dass du Pfirsichlikör da hast. Also. Wir brauchten den für irgendeinen Cocktail, den wir an Silvester getrunken haben. Ah, okay. Und seitdem steht er hier rum. Sehr gut. Ja, man soll Liköre trinken, solange sie noch gut sind. Das bleiben sie nicht ewig. Deswegen ist das gut, den so zu verwerten. Ja. Definitiv. Ich trinke etwas Italienisches, was auch schon so ein bisschen angestaubt ist und auch so ein gelbes Color Grading hat. Und aber schon Gediegenheit und Reichtum ausstrahlen möchte. Aber lass mich raten, Saint-Germain. Nein. Ist auch eher ein bisschen trockener. So wie Adam Driver.
Bob, du müsstest da drauf kommen, was ich trinke. Nee, jetzt habe ich keine Idee mehr. Denn du hast es mir geschenkt. Oh Gott. Habe ich das? Ja, einen gelagerten Krapper. Ah. Krapper-Reserva. Ah, okay. Ich trinke ein rote Flüssigkeit. Also Rotwein. Ja. Ein Rotwein. Ist nicht aus Italien, das ist jetzt ein bisschen blöd, aber er war halt offen. Seit gestern schon und oder vorgestern sogar schon. Er ist aus Spanien. Aber die haben in dem Film dauernd Rotwein getrunken und er hat sich auch immer Rotwein eingeschenkt. Und von daher habe ich gedacht, bleibe ich bei Rotwein. Wollt ihr noch einen Film-related Fun-Fact über den Ferrari Enzo hören? Mhm. Auf jeden Fall. Bevor er vorgestellt wurde auf der Motorshow in Frankreich, wurde er vorher in die USA geflogen, also noch bevor er veröffentlicht war sozusagen, und von Demi Moore im Film Charlie's Angels Full Throttle gefahren an einem Strand oder so und dann wieder zurückgeflogen, um dann in der Öffentlichkeit präsentiert zu werden. Hm. Ja, so, völlig unrelated Fact jetzt hier nochmal untergebracht. Ich glaube, den Film habe ich sogar gesehen. Tja, siehst du mal. Ich glaube, ich auch. Christoph, ich habe noch eine Frage an dich, wo es jetzt gerade um rote Getränke ging. Okay. Wir sind ja jetzt wieder bei Voyager, aber vielleicht war das auch noch am Ende von Deep Space Nine, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat irgendein Charakter einen Cocktail beschrieben, wo auch Bloodwine drin ist, so als weitere Zutat. Wenn du einen Cocktail machen würdest, wo Bloodwine in Anführungsstrichen drin ist, was würdest du dafür nehmen? Das habe ich sogar schon. Oder? Genau, das habe ich sogar schon mal. Wie war denn das, Bob? Warum haben wir das Bloodwine genannt? Hieß das so? Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Es gab irgend so eine weinartige Spirituose irgendwas in Holland Laden. Und entweder war der Name so ähnlich und wenn man den verballhornt hatte, dann kam man bei Bloodwine raus. Oder ich kann es dir nicht mehr 100% sagen. Genau, das war auch meine erste Assoziation. Also es gibt in Holland tatsächlich, gibt es etwas, was Bloodwine ist. Hm. Ansonsten würde ich einen überspritteten Wein nehmen, also einen Portwein wahrscheinlich am ehesten. Hm. Weil es soll ja schon ein Wein-Dings haben, aber es soll schon auch ein bisschen in die Fresse sein, also... Ja. Ich würde so ein Portwein oder sowas nehmen, ja. Ja, Daniel hat auch Portwein gesagt und ich habe währenddessen darüber nachgedacht, ob irgendwer auf der Welt schon mal einen Cocktail wirklich mit Blut gemacht hat, mit menschlichem Blut. Weißt du, nur so ein Tropfen für den Gag. Ja, das ist sicher, aber das würde wenn du wahrscheinlich viel reinmachst, dann das koaguliert doch, oder? Ja, hätte ich auch gedacht. Naja, so viel dazu. Hm. Blutwein. Warte mal, ich glaube, nee, das ist was anderes. Hm. Ich weiß auch nicht. Nee, aber ja, in Holland gab es sowas. Auf irgendwelchen Fotos unserer Hollandreise findet sich bestimmt irgendwo eine Flasche. Auf irgendeinem der Fotos auf irgendeinem Tisch. Wenn man da Blutwein, nah genug ranzoomen kann. Wenn du Blutwein googelst, kommst du komischerweise auch nicht bei Star Trek raus, sondern kommst du bei verschiedenen Winzern raus, die Draculas Blutwein Merlot. Ich bin nur bei Star Trek rausgekommen, als ich es gerade gegoogelt habe. Naja, ein bisschen Star Trek ist da schon auch dabei, da hast du recht. Auch irgendwelche Merlots und Zonatura Blödewin. Doch, das war das. Genau, Blödewin. Und das ist so ein, das ist kein Wein, sondern das ist, glaube ich, sowas wie ein Heidelbeerwein oder sowas. Oder? Irgendwie sowas war das. Ja, genau, kann man hier... Das ist nicht der gleiche wie der. Also es scheint in Holland so ein Ding zu sein, Blödewin. Heißt wahrscheinlich ganz was anderes. Naja, gut. Wo waren wir stehen geblieben? Unser nächster Film. Mhm. Du hast uns noch einen weiteren Rennfilm mitgebracht. Aber was ist eben nicht gefahren diese Woche? Na gut, du hast ja vorhin gesagt, du warst früher Formel 1-Fan. Ja, durchaus. Und irgendwie, also ich will nicht sagen, dass ich da ein Fable für habe, dafür ist das alles überhaupt nicht ausgeprägt genug, aber ich bin nicht abgeneigt, würde ich sagen. Und also dem würde ich mich ja anschließen. Ich habe viele Jahre lang Formel 1 geguckt war da ganz groß drin. Sogar ich. Sogar du, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und Christiane, du hast natürlich nicht nur ein Fable in Formel 1, sondern hast natürlich auch ein Fable, uns zu betrollen, was die Auswahl der Filme angeht, wenn man so anschaut, was du bisher mitgebracht hast. Aber tja, ich dachte, vielleicht wird wenigstens einer gut davon, von den beiden, aber... Ich mochte ihn. Ich hau's jetzt mal direkt zum Anfang aus. Ich mochte Gran Turismo.
Ja, das musst du gleich begründen, warum. Ja, das möchte ich bitte auch hören. Soll ich mal die Handlung kurz zusammenfassen? Ja, bitte. Mach mal. Also es geht um den jugendlichen Jan Mardenborough, der kommt aus Wales, ist so ein leidenschaftlicher Gran Turismo-Spieler und ist auch profimäßig ausgestattet und so und kann das wirklich richtig gut und kann das Auto quasi spüren durch die PlayStation hindurch. Und dann kommt es zu diesem, ja, zu dieser geilen Gelegenheit, dass Nissan die sogenannte GT Academy plant, wo dann Gran Turismo-Spieler die Chance bekommen sollen, echte Rennwagen, also von Nissan in dem Fall, zu fahren. Und kann er sich dann relativ schnell qualifizieren, weil er halt so megamäßig gut drauf ist. Und dann gewinnt er da auch alles und darf dann tatsächlich beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans teilnehmen. So. Ich denke, das reicht, oder? Mhm. Ja. Ja. Und was man dazu sagen muss, ist, das Ganze fußt auf einer realen Geschichte. Jan Mardenborough gibt es wirklich und er hat auch wirklich die GT Academy gewonnen und ist auch wirklich Rennen gefahren, 24-Stunden-Rennen von Dubai als erstes und später dann die anderen alle noch. Von daher, Biopic könnte man sagen. Ja, könnte man nicht sagen, ist schon so. Ja. Frage vorab, hat einer von uns Gran Turismo jemals gespielt? Ja. Ah, sehr gut. Ich habe nicht Gran Turismo gespielt, aber ich habe andere Rennspiele dieser Simulationsklasse gespielt quasi. Ja, das ist halt die Frage, gell? Also, weil darauf legt der Film ja auch Wert, dass es kein Spiel ist, sondern eine Simulation. Mhm. Ich habe auch Gran Turismo nicht gespielt, sondern andere Rennspiele. Und die haben mir nie Spaß gemacht. Also nie auch nur ansatzweise Spaß gemacht. Und zwar das Hauptproblem war das, dass ich fand, dass der Unterschied zum Autofahren viel, viel, viel zu groß ist. Beim Autofahren ist es ja so, dass man sich reinsetzt, jeder Fahrschüler sich beim ersten Mal reinsetzt und losfahren kann und nicht sofort gegen eine Wand fährt, nicht gegen die nächste Laterne fährt. Und bei Autorennspielen, egal welches ich bisher gespielt habe, war es immer so, dass man immer gegen die nächste Laterne fährt und nie die nächste Kurve kriegt und das erst lernen muss. Das heißt, dieses Halbintuitive, was man beim Autofahren kann, sehr schnell. Ja, also natürlich muss man erstmal lernen, wie weit man das Lenkrad einschlagen muss, damit irgendwas passiert. Das ist klar. Aber das ist unheimlich schnell. Also die Lernkurve ist da ja innerhalb von einer halben Stunde, ja, kann man im Endeffekt Auto fahren. Und das ist halt bei diesen Rennspielen nie so. Deswegen ist, finde ich, der Unterschied so riesig in meiner Wahrnehmung und deswegen kann ich das sehr, sehr schwer glauben, dass jemand, der super Gran Turismo fährt, also vielleicht geht es in diese Richtung, keine Ahnung, dann eben auch ein guter Rennfahrer ist. Wie ist da deine Einschätzung zu Christiane? Ist da Gran Turismo anders als andere Rennspiele oder, keine Ahnung, habe ich irgendwas übersehen? Also ich habe in meinem Leben vielleicht, wenn es hochkommt, 20 Stunden Gran Turismo gespielt. Das ist echt nicht viel. Und das ist ja auch die Frage. Schlecht. Das ist ja auch die Frage, mit welcher Intention man da reingeht. Also ich habe das nie eingelegt und dachte so, ich spiele jetzt Gran Turismo durch, sondern ich habe es eingelegt und dachte, ja, ich will jetzt ein bisschen Rennen fahren. Und die Stakes sind ja auch viel geringer als beim echten Autofahren. Das heißt, wenn du da gegen die Wand fährst, macht's halt nichts. Und ganz ehrlich, ich bin wahrscheinlich da auch ein bisschen komisch, aber das zieht sich bis heute durch, auch wenn ich, keine Ahnung, Cyberpunk spiele, wo man ja auch Auto fahren muss. Ich bin, wenn ich Autorennspiele spiele, zu faul zum Bremsen. Ich brauche nur die Gastaste, so, und das ist alles, was ich brauche. Und das würde ich natürlich im wahren Leben ganz anders machen. Deswegen, ich kann dir die Frage nicht beantworten. Es ist zu unterschiedlich, glaube ich. Dann möchte ich mich an einer Antwort versuchen. Also wie gesagt, ich kann nicht mit Gran Turismo-Erfahrung dienen, aber ich habe einen Formel-1-Simulator schon wahrscheinlich 10 Jahre, bevor Gran Turismo rausgekommen ist, das erste Mal gespielt, der auch so auf Realismus Wert legte. Also wo du wirklich auch an deinem, so wie er das am Anfang von dem Film auch macht, wo du da an deinen Flügeln und Dämpferstufen, Druckstufen, hast du nicht gesehen, rumschraubst und dann wieder 3 Testrunden fährst, um zu gucken, ob sich das jetzt ausgewirkt hat oder nicht. Und da habe ich viele, viele Stunden mit verbracht. Und ich weiß, was du meinst, mit dem man fährt erstmal gegen die erste Wand, weil sich jedes von diesen Spielen anders verhält und man sich da immer erst reindenken muss. Und manche sind halt gute Simulationen der echten Autos und manche sind schlechte Simulationen. Und natürlich weiß ich nicht, wie sich ein echtes Formel-1-Auto fährt.
Aber ich kann auch andere. Du merkst es sofort. Wenn du einschlägst, merkst du sofort, wie stark dieses Auto einschlägt. Und dann schlägst du eben nicht noch stärker ein. Also ich, ja, bin ich weiß nicht, hast du mal mit Force-Feedback Lenkrädern gefahren? Oder hast du nur mit Tastatur oder Game? Das könnte Dings. Der Grund sein. Nee, ich habe bisher nur mit Joystick und mit dem Gamepad und mit der Tastatur bin ich. Also ich bin nie mit einem Lenkrad gefahren, ja. Ich fand, Force-Feedback Lenkrad war damals so eine Offenbarung. Allerdings, bevor wir das hatten, war das ganz viel über den Ton. Also in dem Spiel, was ich da gespielt habe, wie gesagt, irgendein Formel 1 Simulator, dessen Namen mir nicht mehr einfällt. Jetzt hieß wahrscheinlich irgendwas mit Formula One, bla bla bla. Aber keine Ahnung. Und da war sehr viel über den Ton. Du hast quasi die Reifengeräusche einordnen müssen und das Spiel hat irgendwie so das, was du im Rennsport, was man da das Popometer nennen würde, wo du spürst, wie viel Haftung die Reifen noch haben und wann er anfängt, in den Grenzbereich zu gehen und wann er anfängt, abzufliegen. Das musstest du dann aus dem Ton, den das Spiel dir gegeben hat, irgendwie so schließen, weil du da hören konntest, was die Reifen für Geräusche machen und daraus eben ableiten konntest, okay, ein bisschen kann ich ihn noch und jetzt fängt er an, entweder vorne oder hinten wegzugehen und darüber dieses Grenzbereich finden machen konntest. Und eine andere Erfahrung könnte ich noch beisteuern. Ich war früher auch ein sehr ausgiebiger Spieler von Flugsimulatoren und ich weiß nicht, ob man da irgendeinen Zusammenhang machen kann, aber ich habe ja mal eine Zeit lang Segelfliegen gemacht und ich war in meiner Gruppe von Flugschülern der Einzige, der exzessiv Flight Simulator gespielt hat und ich war der, den sie mit Abstand als erstes haben alleine fliegen lassen, ohne dass der Fluglehrer mit einsteigt, weil die Fluglehrer irgendwie halt das Gefühl hatten, ja, du bist so weit, du kannst jetzt nach relativ kurzer Zeit und die anderen haben alle länger gebraucht. Ja gut, und beim Fliegen gibt es ja, ich meine, die Piloten von 9/11 haben es ja auch gemacht, gell? Also da gibt es ja tatsächlich Beweise, dass das tatsächlich so ist, aber beim Autofahren, also die Frage ist, also mal ganz abgesehen davon, dass es offensichtlich so passiert ist, aber können wir das wirklich glauben, dass jemand, der super Gran Turismo fährt, dann auch gleich ein super Rennfahrer ist? Also ich habe den ganzen Film über nicht geglaubt. Ich saß die ganze Zeit da und dachte so, ach come on, das, also bitte. Und als es dann am Ende enthüllt wurde, dass es eine wahre Geschichte ist, dachte ich so, okay, krass, das hätte ich nicht gedacht. Also ich glaube, dass jemand, der das kann, dieses Autospiel so enorm lange spielt, dass der diese Gefühle für ein Fahrzeug so zu spüren, wenn die Simulation gut ist, wahrscheinlich entwickeln kann am Computer, aber wo ich harte Schwierigkeiten habe, das zu kapieren, ist, wenn der, so wie er hier dargestellt wird, so eine Couch-Potato, die eben nie mit rausgeht, Fußball spielen und so weiter, meine, gut, war so ein junger, schlaksiger, dünner Typ, keine große Muskelmasse an ihm dran, also die enorme Fitness, die du mitbringen musst, um so ein Autorennen durchzuhalten. Ich weiß nicht, seid ihr mal Kartrennen gefahren? Du, Christoph, gegen dich bin ich sogar mal gefahren, einmal. Das weiß ich. Dieses ja. eine Mal. Also ich... Ja gut, aber das wird ja gezeigt, dass dann sein Trainer dass er dann seine Fitness aufbaut. So, aber ja. Dass das in der Geschwindigkeit, wie es dieser Film uns ja, zeigt. Ja gut, es wird vielleicht nur angedeutet, gell? Also. Ja, das, da fangen jetzt auch meine Hassmomente mit diesem Film an. Der Film vermittelt uns das so, als ob er in jedes dieser Rennen einfach komplett reingeht und zum ersten Mal um diese Strecke fährt. Alle Erfahrungen, die er macht, sind immer aus den Computerspielen. Also er fährt um diese Rennstrecke irgendwo in Dubai oder wo auch immer sie da gerade sind, rum und der Typ am Funk, der sagt ihm immer dann irgendwie, ja, hier die erste Kurve, da musst du aufpassen und so weiter. Und ich sehe, seid ihr mal eine Trainingsrunde gefahren? Fährt man vielleicht mal einen Qualifikationslauf oder irgend sowas? Also das geht immer direkt mit dem Rennen los. Und was ich dann, wo mir die Hasskappe angeschwollen ist. Ich habe eine Vermutung. Ist ja ähnlich, dass in Le Mans, er sitzt schon im Auto und sein Trainer gibt ihm den Plan, wie er die nächsten 24 Stunden überstehen soll. Dass er am ersten Tag erstmal ruhig machen soll, dass man die Nacht überstehen muss und dass das Rennen dann am nächsten Tag gewonnen wird. Warum sagt er ihm das, wenn er schon im Auto sitzt? Das gibt's doch nicht. Ja, das auch, aber da war ich ja, zu dem Zeitpunkt war ich mit dem Film ja schon fertig. Die Art, das ist im Grunde ist dieses Spiel, Gran Turismo, als Simulation, wenn es wirklich, ich habe selbst nicht gespielt, aber wenn es das ist, was hier behauptet wird, eine unfassbar realistische Simulation von Autorennen, dann ist es nicht so wie das, was uns da gezeigt wurde, weil was uns da gezeigt wurde, war Mario Kart. Die fahren einfach alle und du kannst zwischendurch machen, was du willst, wenn er einfach beschließt, dass er jetzt
Kameraeinstellung auf den Schaltknüppel, Gang rein, Kameraeinstellung auf seinen Kickdown und dann kann er im Grunde die anderen überholen, als seien die Pylonen, die da auf der Strecke aufgestellt sind. Er kann einfach an allen vorbeirasen und 7 Leute in einer Runde überholen, weil er der Übergott ist. Und dann kann er irgendwie so eine kleine Krise kriegen und mit 30 in der Mitte von der Straße rumfahren. Und danach beschließt er, ah, jetzt geht's mir wieder gut. Und dann wieder Kameraeinstellung hier, Kameraeinstellung da, alles geil. Und ah, wie innen der Motor und die Zylinder bewegen sich und weiß nicht was. Ja, und er flügt da wieder vorbei. Ah. Und die anderen sind alle komplett reduziert auf, die können gar nichts. Die sind einfach nur da, damit er um die rumfahren kann. So funktioniert halt Autorennen nicht. Das ist genau das, was Christiane vorhin in dem Ferrari-Film sagte. Nach 5 Runden haben die Leute sich so weit auseinandersortiert, dass da eventuell nochmal ein Platzwechsel stattfindet oder 2. Ja, und hier nach 24 Stunden, gell? Genau, aber nicht der Typ, der irgendwie auf Platz 36 ist, irgendwie von hinten nach vorne durchpflügt. Das konnte ein Michael Schumacher vielleicht mal zu seinen allerbesten Zeiten, konnte der mal von dem Platz 16 auf den Platz 4 vorfahren oder so. Aber da hat er das ganze Rennen für gebraucht und nicht irgendwie eine halbe Runde. Und ja, aber er hatte doch diese super geheime Strategie, dass er eben nicht die Ideallinie gefallen ist. Ja, ja. Das muss ich sagen, das hat mich überzeugt. Da habe ich, zu wenig Ahnung von. Ja, aber da habe ich gedacht, okay, der hat halt dadurch, dass er sich mit der Strecke halt viel, viel mehr befasst hat als alle anderen. Weil alle anderen weil alle anderen sich halt nur damit befassen, wenn sie wirklich mit dieser Strecke zu tun haben. Und er hat sich halt in der Theorie mit dieser Strecke, wo er gesagt hat, ich bin diese Strecke schon 1000 Mal gefahren oder so. Ja, wer ist denn schon 1000 Mal Le Mans gefahren? Ja, niemand. Aber und hast du mal geguckt, wie sich Formel-1-Fahrer auf ihre Rennen vorbereiten? Die sitzen teilweise in so einer Art Trance in ihrer verdammten Kabine und mentalisieren sich jede einzelne Kurve und jeden einzelnen Bremspunkt. Ja, aber mentalisieren sich, ja? Das heißt, die gewinnen da keine neuen Informationen. Und er ist die halt 1000 Mal gefahren, wirklich. Und hat 1000 Mal probiert, okay, hier versuche ich es mal so, hier versuche ich mal da von der Ideallinie zu gehen. Aber hier versuche ich mal so von der Ideallinie zu gehen. Das lässt sich doch alles mathematisch berechnen. Eine Ideallinie heißt ja nicht umsonst Ideallinie. Die ist nun mal die ideale Linie, wie du so eine Kurve rumfährst. Und da klar, im Rennen, wenn da ein Auto im Weg steht, musst du davon abweichen und dann fängt es an irgendwie. Ach, Ideallinien, vielleicht auch mal kreativ werden. Das sind doch persönliche Kategorien. Aber einfach außenrum eine längere Strecke zu nehmen von demselben Startpunkt mit derselben Ausgangsgeschwindigkeit, wenn dein Auto nicht irgendwie 400 PS mehr hat als der Nachbar, dann wird das nichts. Das ist einfach grotesker Unfug, ja, was doch, da passiert ist. Hat er doch gemacht. Habe ich gesehen, ja. Das war so eine Grütze. Und ich habe das gekauft. Und dieser ganze Film, so alle Setbacks, die ihn irgendwie ereilen können, die sind immer nur wenige Minuten lang. Das ist so, am Anfang irgendwie, da kommt die Polizei und verfolgt ihn. Ja, okay, hat er geschafft. Dann, oh, er ist zu spät mit dem Fahrrad, um bei der Academy, hat er geschafft. Gut, Glück gehabt. Ha. Nach 40 Minuten dann im Film hat er die Academy gewonnen und du denkst, okay, Film zu Ende. Wie war's, 40 Minuten, wir müssen weitergucken, warum denn das? Nach 52 Minuten in dem Film, hab ich ja extra immer geguckt, hat er die Lizenz. Nach 1 Stunde 12 hat er das Mädel. Mädel kriegst du übrigens auch nur, wenn du schnell Auto fahren kannst. Ganz wichtig, vorher klappt es nicht. Du musst erst schnell Auto fahren, dann Mädel. Nee, haben die wir hat gelernt. Er doch vorher, die hat er doch am Anfang schon gehabt. Die haben sich ja nur nicht getraut. Aber eigentlich waren die doch schon. Küssen konnte sie erst, wenn er sein Rennen und seine Lizenz und ja, er musste doch erst sein Selbstbewusstsein gewinnen, ja, das Rennen. Nee, aber eigentlich, die wollte ihn doch schon die ganze Zeit. Das hatte doch nichts mit seinem Autorennfahren zu tun, oder? Ja. Also. Und dann Orlando Bloom. Wirklich, der hat einfach, ich glaube im Englischen sagt man, he phones it in, ja, das ist einfach, war das Schauspielen, was der gemacht hat, oder ist er einfach nur in jede Szene so reingerannt und hat irgendwie komisch geguckt, irgendwas gebrüllt und ist wieder gegangen vom Set. Aber das fand ich tatsächlich unterhaltsam, ich hatte das Gefühl, der hat schon Spaß dabei gehabt, also mit dem hatte ich so gar kein Problem. Und so sind doch so Typen auch, oder? Also ja, das war so ein Lackaffe einfach. Ja, ja. Ich fand die alle super und dann, besetzt. Der Knaller. Dann macht er am Schluss diesen Lap-Record, ja? Der macht die schnellste Runde des Rennens, nein, er macht den Lap-Record, also den Streckenrekord hat er gemacht in einem Rennen, ja? Streckenrekorde werden nicht in niemand von der Ideallinie abgeweicht ist. Bob, du verstehst den Film einfach nicht. Oh. Ich habe als vorletzten Punkt habe ich aufgeschrieben, wieso ist diese komplett idiotische Linie, die er fährt, so viel schneller? Steht hier in meinem Dokument. Warum fahren alle Fahrer in allen Klassen? Wieso ist dieser komische goldene Heinz plötzlich auch in Le Mans dabei? Das habe ich auch nicht verstanden, alle warum der Tourenrennen gefahren sind. Ja, das habe ich nicht verstanden. Die beschließen irgendwo, wir machen jetzt hier, wir changen das, wir fahren jetzt Le Mans, das ist besser und dann taucht der goldene Lackaffe da auch wieder auf. Mhm, das ja.
Christiane, sag du doch mal was. Bitte. Ich krieg mich Positives. Ja, ich hab drei Pro-Punkte. Einen habe ich gerade schon gesagt, nämlich Orlando Bloom. Erstens würde ich noch sagen, ich fand die Rennszenen, gerade im Vergleich mit Ferrari, so viel besser inszeniert. Ja, also die waren viel immersiver und ich fand das tatsächlich auch ganz innovativ mit diesem Overlay vom Spiel und so. Also die Verschmelzung von Videospielwelt und Filmrealität, das fand ich gut. Weil das eben, und das ist mein dritter Pro-Punkt hier, weil das, ich fand, der Film bringt schon glaubhaft rüber, worin der Reiz von so Rennspielen liegt. Auch wenn ich das jetzt vielleicht nicht so in der Realität erfahren habe, aber ich fand das schon durchaus so. Also ich hatte das Gefühl, wenn man jetzt wirklich Gran Turismo-Fan ist und diesen Film guckt, fühlt man sich wahrscheinlich nicht verarscht. So, könnte ich mir vorstellen. Nee, überhaupt nicht. Ja. Ja. Aber, ja, also weiß ich nicht. Spielsache fand ich okay, dieses dreidimensionale da, diese Gamer-Optik und so, und dass auch immer diese Platzierungen da so in Halbtransparent so über den Autos schweben, das war alles cool gemacht. Obwohl ich sagen, diese Szene mit dieser Explosionszeichnung, wo dann praktisch das Auto explodiert und das er in seinem... aber es sah schon auch so ultra artifiziell aus, dass ich halt so überlegt habe, so soll das wirklich so plastik aussehen? Wahrscheinlich schon. Weil sowas kann man heutzutage auch noch geiler aussehend machen. Aber es sollte halt nach, das zerfällt zu einem Spiel. Aber es fand ich schon cool, dass er da eben, dass man sieht so, okay, da kriegt er Informationen aus seinem Spiel, kriegt er in die wahre Welt rein. Und also ich fand das immersiv halt, wie du sagst, Christiane. Und super spannend, oder? Also ich fand die Rennszenen fand ich spannend. Also. Mir hat es Spaß gemacht. Es ging immer genauso aus, wie man es wusste vorher. Es war halt nicht wie einem Autorennen zuzuschauen, sondern es war wie jemanden zuzuschauen, der ein Autorennspiel spielt. Ja, und das ist an sich nicht besonders spannend. Und das wäre halt auch mein Hauptkritikpunkt. Relativ am Anfang war doch diese Szene, wo er dann von der Polizei verfolgt wird und es irgendwie nachts oder so, nach 20 Minuten oder so. Und da habe ich das erstmal auf die Uhr geguckt und dachte so, boah, ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Weil ich hatte das Gefühl, ab da war alles schon gesagt, weil man halt genau weiß, worauf das hinausläuft. Und da muss man sich das irgendwie noch weitere 100 Minuten antun. Mhm. Also das fand ich, den viel zu lang und insgesamt dann auch sehr langweilig. Auch wenn die Rennszenen gut waren, aber trotzdem, die Geschichte war halt belanglos. Also eigentlich nicht, aber der Film war belanglos. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass Hardcore-Gran Turismo-Spieler davon ausgehen, dass man einfach irgendwie ein Gaspedal runtertritt und dann neben den Typen fahren kann, der vor einem fährt. So läuft das einfach nicht. Ja. Und von daher fühlen die sich vermutlich auch verarscht. Ja. Zumindest die Hardcore-Gamer. Aber was der Film wirklich gemacht hat, was der Ferrari-Film nicht gemacht hat, war, es war klar, was er erzählt. Er erzählt einfach eine Heldenreise. Und mit Motorsport und mit Gaming. Und nichts außenrum. Und das erzählt er von A nach B. Und ja, nach 20 Minuten weiß man, in welche Richtung das geht, dass er einfach der Held ist, der super Auto fährt. So what? Und das macht er mit ordentlichen Bildern, sehr immersiv, mit Schauspielern, die mir Spaß gemacht haben. Mir hat Orlando Bloom Spaß gemacht. Mir hat es auch Spaß gemacht, dass Jerry Halliwell dabei war. Die Vater-Sohn-Geschichte hat mich wirklich berührt. Ich habe mehrfach geweint. Dieser Vater, der ist doch komplett überzeichnet. Was war das denn? So what? Ich habe trotzdem geweint. Mich berührt das. Du hast vielleicht kein Herz, aber mich berührt das. Und du hörst mich meinen Kopf schütteln. Ja, natürlich. Aber also mich hat der Film angegriffen und ich mochte das. Und ich mochte auch diese quatschigen Überholmanöver und so. Ja, klar, das ist halt ein Superheld. Der ist halt Superheld, weil er diese Gamer-Fähigkeit hat. Was wollen wir Gamer denn mehr, als das erzählt zu bekommen? Ja, also natürlich möchte ich auch erzählt bekommen, weil ich 100 Stunden Baldur's Gate gespielt habe, bin ich mit dem Schwert nicht mehr zu besiegen. Ja, das will ich natürlich auch erzählt bekommen. Ist doch klar. Ist ja klar. Also von daher, für mich macht der Film so viel richtig. Und das, was er falsch macht, ist mir egal. Also, und dann ist der Hauptdarsteller auch noch aus Saltburn. Also was will ich mehr? Ja, vielleicht ein Film, der kein Sony oder Nissan Werbefilm ist.
Ja, ja, gut, aber das ist doch klar, schon, oder? Wenn aber ich sehr erstaunt, als halt, zwischendrin ja, der Porsche plötzlich mitten im Bild stand und so, ja, so prominent, da war ich regelrecht verwirrt. Da dachte ich so, jetzt wird der gleich verschrottet oder so. Der darf doch hier nicht so gut davonkommen, oder? Und dann geht noch die Tür auf und es steht GT3 auf der Tür und wir dürfen das auch noch lesen und die Tür bleibt da noch so, die Kamera fährt da noch so hin. Da dachte ich, wie jetzt? Was, kein Nissan? Was ist denn ja, jetzt los? Ich hatte in dem Moment gehofft, dass die dann, weil er darf ihn dann ja fahren, dass er dann so einen Kommentar ablässt und so sagt, der geht aber auch gut. Und dass der andere dann sagt, ja, ist ja auch ein Porsche. Das hätte ich cool gefunden, ja, aber ja, natürlich nicht. Ist Nissan eigentlich cool? Also so als Rennwagenfirma? War mir nicht bewusst. Naja, es gibt diese Wagen, die er da die ganze Zeit fährt, diese GTR oder wie die Dinger heißen, die haben schon eine riesen Fanbase. Hm. Ich weiß nicht, ob die in Deutschland so groß ist, aber ich glaube, in Amerika ist sie recht verbreitet. Und die sind, glaube ich, vergleichsweise günstig für die Performance, die sie auf die Straße bringen. Hm. Also die sind natürlich trotzdem teure Autos, aber ja, wie viel PS du dir da, wie viel Rundenzeit du dir wahrscheinlich kaufen kannst, müsstest du bei Porsche mehr Geld ausgeben. Okay. Und von daher, die sind, glaube ich, schon, die haben eine Fanbase auf jeden Fall. Aber ich mag die auch nicht, die Kisten. Ja, ich weiß nicht. Also ich gehe da mit dir, Christoph. Man will das hören als Gamer. Ich halte mich auch mit meiner Computerspiel-Vergangenheit im Autorennen natürlich jetzt für einen begnadeten Rennfahrer. Und die Tatsache, dass ich alle meine Kartrennen, die ich angetreten habe, alle 10 oder 15 irgendwie auf dem Podium abgeschlossen habe, unterstreicht mir nur dieses völlig falsche Selbstbild, was ich mir auch nicht zerstören will. Aber nicht so. Das war nicht die, weiß ich nicht. Ich hätte es realistischer gewollt. Und halt mal mit echten Setbacks, wie so, ja, er hat dann diesen Unfall und dann geht es ihm irgendwie für 5,5 Filmminuten schlecht. Hm. Und danach ist wieder alles in Ordnung und irgendwie, das hatte keine, alles, was er erreichen wollte, das fiel ihm alles immer in den Schoß. Da war nie irgendwie nennenswert Schwierigkeit vor ihm, so. Und das, was an Schwierigkeiten ihm hingestellt wurde, so eine Pit-Crew, die ihn Noob nennt und beleidigt, so wo du denkst, die würde ich alle feuern, was sind das für Leute, wer hat die eingestellt, was ist das für eine Arbeitsmoral? Aber ja, also es war einfach alles lächerlich. Also so die ersten 15 Minuten war ich echt unterhalten und dachte so, ah ja, jetzt nach Ferrari doch nochmal was Gutes. Und der hat mich aber so verloren. Also ich glaube, ich habe mich gerade viel positiver angehört, als es dann tatsächlich der Fall war. Ich glaube, ich habe dem 1,5 Sterne auf Letterboxd gegeben. Ich fand den auch echt nicht gut. Mhm. Ich muss mal überlegen, was ich ihm bei Letterboxd gebe, aber ich gebe ihm auf jeden Fall mehr. Also ich mochte ihn. Ich war berührt. Wenn ich weine, dann sind die Filme in der Regel schon über 5. Also über 5 von 10. Ja, ja. 1,5, das wären also 3 bei uns. Mhm. Ja, ich glaube, da gehe ich ungefähr mit, so Pi mal Daumen, da komme ich raus. Ja. Nee, also ich meine, also ja, Sportfilme sind nicht so meins und Autoverfolgungsjagden sind auch bekanntlich nicht meins. Also trotzdem, bei mir kommt der irgendwo bei 7 raus oder so. 6,5, 7. Ich mochte den wirklich. Ich mochte den. Ich habe geweint und ich fand den gut erzählt und ja, ein bisschen quatschig, aber so what? Ja, okay. Wir müssen mal wieder ein Kartrennen fahren. Moment, ich halte mal fest. 3. 3 hattest du auch, Bob, gell? Ja. Okay. So. Tja, natürlich machst du mich alle. Das ist keine Überraschung. Gut, was haben wir noch? Bob, sag an. Oh, warte, falscher Tab offen. Ich glaube Wish. Wish oder? Steht hier. Geht es jetzt um diese chinesische Bestellplattform oder ist das ein Film? Wer hat das da reingeschrieben? Die gibt es doch gar nicht mehr, oder? Ist das nicht Temu jetzt? Ach, ist das? Ach so, ja. Oh Gott, da war ja beim Super Bowl war ja so viel Temu-Werbung, da konnte man sich gar nicht wehren dagegen. Also im amerikanischen Fernsehen. Aber ja, Wish steht hier noch bei Filme und Sendungen, also gehe ich davon aus, dass wir nicht über diese Plattform reden. Habt ihr schon mal was bei solchen Plattformen bestellt? Also ich nicht. Ich habe bei AliExpress schon ein paar so Elektronikbauteile und so ein Kram bestellt. Oh, da hab ich auch schon mal, bei AliExpress habe ich auch schon mal einmal eine Ukulele bestellt. Hm, so einen kleinen Scheiß habe ich da auch schon bestellt, aber Wish und Temu noch nie und hab's auch nicht vor. Ich auch nicht. Nee, habe ich auch nicht. Na gut, Wish. Nee, ich meine den Disney-Film, den, ich glaube, der aktuellste ist das, der ja sehr viel Hass abbekommen hat.
ich habe jetzt nicht nochmal nachrecherchiert, wofür er diesen Hass abbekommen hat. Soweit ich mich erinnere, hat er ihn aber so aus der rechten Ecke bekommen. So irgendwie die üblichen Kritik an Disney, an den letzten Disney-Filmen irgendwie. Zu woke, zu divers, zu gewollt, so zu links. Hat einer von euch Wish gesehen? Nee, oder? Nee. Ich höre auch gerade zum ersten Mal davon. Also die Story ist die, wir leben in einer Welt, so in so einer mittelalterlich anmutenden Welt, in der es einen Magierkönig gibt, der Wünsche von seinen Untertanen jeweils einen Wunsch in einer Art personifizierten Form oder ja, wie so ein Download konserviert und zu bestimmten Zeitpunkten diesen dann erfüllt oder in Erfüllung gehen lässt. Da hat er irgendwie magische Macht dazu. Und wir begleiten jetzt eine junge Frau, die sich anbietet, bei ihm ein Praktikum zu machen. Das ist wohl irgendwie so ein Ding, dass wohl bei ihm Leute ein Praktikum machen. Und schon im Bewerbungsgespräch findet sie halt heraus, dass er halt nicht der gute Magierkönig ist, sondern dass er halt seine Macht da total missbraucht. Und die Entscheidung, wer da seinen Wunsch erfüllt kriegt, dass das halt ziemlich auf seinen niederen Beweggründen fußt und dass der da halt sein Ego-Ding führt. Also es geht in dem Film um Machtmissbrauch und um die Befreiung davon. Also sie zettelt dann im Endeffekt eine Revolte an, mit Hilfe eines Sterns, der vom Himmel fällt, den sie auch, also sie hat auch irgendwie so magische Fähigkeiten, irgendwie so, keine Ahnung, und hat dann eben, ihr fällt ein Stern vor die Füße und der kann eben so auch so Wünsche erfüllen und so. Also ein Haufen magisches Gedöns, und End vom Lied ist halt, dass das Volk irgendwie aufgestachelt wird und sehen soll, dass er eben da seine Macht missbraucht und dass eben nicht der gute Magierkönig ist, sondern dass er halt ein Tyrann ist. So weit, so gut. Von der Optik ist es ein bisschen anstrengend anzuschauen. Einerseits, weil es so alte Disney-Technik, so gemalte Hintergründe kombiniert mit animierten Figuren, was zum Teil ein bisschen unrund ist, zum Teil aber auch ganz gut aussieht. Was mich noch mehr gestört hat, war, dass die Münder von den Figuren irgendwie, keine Ahnung, ob es Uncanny Valley, irgendwie sehr, sehr komisch sind. Also es war, ich weiß nicht, mir kamen die Leute irgendwie, mir hat das nicht gefallen, wie die aussahen und wie die sich bewegt haben und so. Also es war, es sah irgendwie nicht gut aus. Aber sei es drum, was mich wirklich aus den Socken gehauen hat, war das Ende. Das muss ich jetzt ein bisschen spoilern, weil es einfach zu heftig ist. Wie gesagt, das Volk rebelliert oder stellt sich gegen den König, setzt den König ab, und was daraus folgt ist, dass sie direkt in der nächsten Szene seine Frau als neue Königin ausrufen und unsere Protagonistin als die Magierin, die praktisch die Kontrolle über die Wünsche hat. Also sie haben halt praktisch, sie geben einfach nur die Macht weiter. Es ist nicht so, dass die Macht zum Volk übergeht, sondern nein, sie geben es einfach dem nächsten Tyrannen, der natürlich nur Gutes will und ja, und guten Herzens ist, oder reinen Herzens ist, ja genau, der wohlmeinende Diktator, und denken das nicht weiter, wie das dann 10 Jahre später ist, wenn halt wieder die Macht bei, diesmal halt 2 Personen liegt, ja, aber am Ende auch nur bei einer Person, weil die magische Macht hat, die hat nun mal die Macht, die ist nun mal der Shogun, gell. Also, und ihr denkt so, das kann doch nicht eure scheiß Story sein. Und das Lustige ist ja, dass die Kritik von den Rechten kam, wo ich mir dachte so, hey Leute, das ist doch eure Story. Das wollt ihr doch erzählt haben. Ja, also das habe ich nicht verstanden. Also habe ich so viel nicht verstanden an diesem Film und an der Rezeption dazu. Das Problem ist doch nicht, dass die Hauptdarstellerin eine Person of Color ist, sondern das Problem ist, dass hier aus Faschismus Faschismus gemacht wird. Also,
Disney Movie Wish Controversy Explained gegoogelt und habe über den Artikel gescrollt und das meiste, was hier drin steht, ist irgendwie alle möglichen Disney Fairy Tales miteinander verrührt und dünne Story drüber geklebt und am Ende ja, irgendwie. So what, genau, das ist doch alles nicht so das richtig. Problem. Genau, das ist alles nicht das Problem. Okay. Das, okay, ihr habt das Problem nicht erkannt. Und vor allem, das musst du dann deinen Kindern ja erzählen, also erklären, gell? Du hast dann einen 9-Jährigen und eine 6-Jährige. Und der Film ist gerade zu Ende. Man muss dir jetzt erklären, so, warum du diesen Film echt problematisch findest, ja? Und dass du das Problematische findest, dass am Ende die Macht den beiden Guten gegeben wird. Ja, weil das einfach keine gute Idee ist. Aber gut, am Ende, ja, können sie dabei auch was lernen, gell? Dass man halt Macht nicht so einseitig verteilen sollte, auch nicht an Gute. Und nur weil man halt irgendwie in den 90ern denkt, dass Putin halt der Gute ist, ist es vielleicht trotzdem keine gute Idee, ihm die Macht zu geben. Also ja gut, also es führt zu weit. Also ich kann den Kritikpunkt total verstehen, aber andererseits, es ist ja wahrscheinlich ein Märchen. Und in welchem Märchen kommt es denn zu einem politischen Umbruch? Also bei Ariel war ja auch immer noch der Vater da unten, der Herrscher. Mhm. Ja, aber der Umbruch ist ja da, den erzählen die ja. Der Umbruch, die erzählen es bis... Das Volk ergreift die Macht. Abspann, bitte Abspann zu diesem Zeitpunkt. Okay. Aber nein, sie rufen die Königin aus und ja, und die Magierin, die hat jetzt die Macht. Aber wenn sie die Königin ausrufen, dann war das ja eine demokratische Wahl, oder nicht? Ja, Hitler ist aber auch demokratisch gewählt worden. Ja, aber Wish ist doch nicht die Geschichte des Nationalsozialismus. Nee, das ist die Vorgeschichte. Naja, ich habe den Film nicht gesehen, ich kann da gar nicht mitreden. Also. Wir müssten Daniel mal zu dem Thema. Also ich verstehe gar nicht, dass ihr den noch nicht gesehen habt. Also bitte stachel Daniel mal an, ich möchte da seine Meinung unbedingt zu hören. Okay, kriege ich hin. Disney und Faschismus, da ist Daniel ja ganz vorne mit dabei. Ja. Okay, Wish. Klingt nicht so. Wenn man sich jetzt da eine eigene Meinung bilden will, dann gerne, aber... Ja, dir da jetzt keine Empfehlung, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, und noch was, die Musik, die Musik ist schwer zu ertragen. Ich habe mehrfach zu den Kindern gesagt, so, vielleicht sollten wir doch nochmal einen von den beiden Lin-Manuel Miranda Disney-Filmen schauen. Die machen schon einfach mehr Spaß, also Vaiana oder Encanto. Hm. Also Disney-Film steht und fällt dann doch auch ein bisschen mit der Musik. Ne? Okay, Wish, too hot to handle. Dann. Ja, da kann ich was dazu sagen. Ich habe ja Christoph hier in diesem Podcast schon über diese Sendung reden hören. Und ich auch, heute. Ich habe die Sendung heute gehört, lustigerweise, zufällig. Und ein paar Tage später kam eine Kollegin auf mich zu und meinte so, boah, ich muss dir da mal was erzählen, das ist voll peinlich, aber ich gucke da jetzt sowas. Das nennt sich Too Hot to Handle. Und dann war ich wirklich so gehuckt, wo ich dachte, okay, alles klar. Weil, scheint so ein Ding zu sein. Sie ist auch Psychologin und sie sagte, naja, es ist eigentlich ein interessantes psychologisches Experiment, was sie da machen. Also das Konzept, ich sage das nur noch mal ganz kurz für die Leute, die die Folge nicht gehört haben. Es geht um eine Gruppe von Menschen, die kommen in so ein Luxusresort in irgendein, keine Ahnung, mexikanischer Strand vielleicht, könnte ich mir vorstellen. In der deutschen war es Mexiko, ja. Ich weiß nicht, was in der amerikanischen war. Also traumhaft, so eine Gruppe von, weiß nicht, 10, 12 Leuten vielleicht und also Hälfte Jungs und Mädels und dann, also die kommen mit der Prämisse dahin, ja, wir machen jetzt einfach ein bisschen Party und dann wird sozusagen revealed, nein, das ist hier keine Party, sondern das ist quasi so eine Dating-Show. Nicht nur Party, oder? Also schon. Ja. Schon so Knick-Knack-Party. Genau. Und die Dating-Show oder das Konzept ist oder die Idee, die dahinter steht, dass das alles irgendwelche Singles sind, die es halt wahren Leben so echt krachen lassen. Und sie sollen jetzt in dieser Show wahre menschliche Bindungen eingehen und deswegen wird alles Körperliche bestraft. Also da wird quasi vom Gewinnbetrag immer was abgezogen für körperliche Annäherung. Und das Ganze wird gesteuert von einer KI. Also das ist der größte Quatsch an dieser ganzen Sendung. Aber okay, kann ich auch mit leben. Also die werden halt beobachtet die ganze Zeit. Und deswegen. Von einer Stimme aus dem Off. Genau. Ja, und ich kann den Reiz durchaus verstehen, warum man das guckt. Also es ist
echt unterhaltsam. So. Diese also es ist halt mal was anderes. Was mir am meisten gefällt, ist, glaube ich, also es gibt ja sowohl diese KI als auch eine Art von Moderatorin, die aber nicht zu sehen ist, die das Ganze so ein bisschen kommentiert. Und die ist halt die ganze Zeit so echt sarkastisch. So. Das finde ich eigentlich ganz lustig und davon fühle ich mich abgeholt. Aber mein größtes Problem an dieser Sendung ist, und ich habe jetzt von den, also es gibt es von also US-amerikanisch und deutsch, vielleicht auch noch andere Sachen, aber das ist ja, auf jeden Fall. Ja, brasilianisch gibt es auf jeden Fall noch. Hm. Das Original scheint zumindest laut Wikipedia britisch zu sein. Ah ja, okay. Britisch, ist ja lustig. Ich habe auf jeden Fall die erste US-Staffel geguckt und von der zweiten jetzt so zwei Folgen. Und mein größtes Problem ist es, dass diese Menschen einfach so unglaublich uninteressant sind. Also das sind, also klar, optisch ja, irgendwie so enorm schöne Menschen, wo ich aber auch nicht das Gefühl habe, ich will die schon irgendwie drüber, kennenlernen. Oder? Zum Teil halt schon auch so extrem operierte, die dann reinkommen und alle stehen total auf sie. Und ich denke mir so, warum? Also ja, das ist ja Geschmackssache. Ja, natürlich. Aber also da, wo ich auch merke, entspreche ich nicht dem Norm oder empfinde ich nicht den Normgeschmack oder haben die einen anderen Normgeschmack? Keine Ahnung. Wo ich denke so, also die stehen ja auf Frauenbilder, die halt so wirklich far out sind. Also in der deutschen Dings war das jedenfalls so. Ich weiß nicht, ob das in der amerikanischen auch so war. Also ich fand es sehr auffällig in der deutschen. Ja, weiß ich nicht genau. Will ich auch ehrlich gesagt nicht beurteilen. Aber das Ding ist halt, die sind halt da 24 Stunden hocken aufeinander und die machen halt gefühlt auch nichts, außer sich miteinander zu unterhalten. Das hat mich bei Big Brother damals ja schon immer total gestresst, wo ich dachte, was machen die denn den ganzen Tag? Das muss doch so langweilig sein. Und dieses Gefühl wird da auch wieder so in mir hervorgerufen. Ja, aber das war ja der Witz an Big Brother. Das war ja extra, damit Lagerkoller entsteht. Also ja, aber das belastet mich halt, dieser Gedanke. Ich meine, dass die da keine Bücher haben und lesen. Also klar, da geht's um was anderes. Aber das würden die doch nie tun. Nein, aber dieser Gedanke belastet mich einfach die ganze Zeit. Ich denke mir die ganze Zeit, boah, ich würde mich so unwohl fühlen die ganze Zeit. Fände ich so geil, wenn man denen noch Bücher reinlegen würde. Und die würden die ganze Zeit so, hey, was sollen wir denn damit? Das fände ich so lustig. Einfach betrollen, mit Büchern betrollen. Ach, guck mal, Hermann Hesse. Nee, aber dann ist halt das Geile, zumindest in der ersten Staffel war das so, da war eine Kandidatin mit dabei und die hat sich so super schnell in da alles reingesteigert. Also die hat am ersten Tag da gleich mit jemandem was angefangen und dann am zweiten Tag sagte sie, ach, meine Gefühle für Harry, die sind jetzt irgendwie vergangen. Und am dritten Tag, ich habe immer noch Gefühle für Harry und sie gehen einfach nicht weg. Und ich denke mir so, Alter, du bist 3 Tage da, das ist doch einfach nur total lächerlich. Also ja, es ist irgendwie auf eine sehr merkwürdige Art unterhaltsam. Nee, aber das kenne ich, also nicht genau so. Aber also ich habe ja früher an so, oh Gott, da weiß ich jetzt gar nicht, wie weit ich da ausholen muss. Weit, weit offensichtlich. Ich habe früher an so, Gott, wie soll ich das nennen? Ich kann es schwer beschreiben, ohne dass es ganz, ganz weird klingt. Go for it. Genau. Ich war früher Betreuer in so Besinnungstagen, kirchlichen Besinnungstagen. Mhm. Ja? Das klingt jetzt wahnsinnig viel katholischer, als es in Wirklichkeit war. Das war es nicht. Da ging es im Endeffekt um kurzzeitpädagogische Maßnahmen für Schulklassen. Da waren Schulklassen von Donnerstag bis Sonntag und wir haben mit denen dann so Stärkung der Klassengemeinschaftsgedöns gemacht, gell? Und das waren halt in der Regel so Pädagogikstudenten oder Psychologiestudenten und so. Und ich war da durch verschiedene Zufälle eben auch. Und war ich sehr lange. Und dreimal im Jahr hat sich der Mitarbeiterkreis auch für so ein Wochenende oder zum Teil auch länger, das längste war so Mittwoch bis Sonntag, war immer die Fortbildung. Und so getroffen für so, ja, im Endeffekt das Gleiche, nur im Mitarbeiterkreis. Und da habe ich eben sowas Ähnliches erlebt wie Big Brother oder keine Ahnung, sowas halt. Also diese Lagerkoller-Geschichte, dass du eben mit einer Gruppe, die nicht eine Schulklasse ist, also die nicht eine Geschichte hat, sondern die im Endeffekt zusammengewürfelt ist, auf einen relativ eng begrenzten Raum eingesperrt ist, 24 Stunden, relativ wenig schläft und dann noch irgendwelche psychologischen oder ja, irgendwelche ich kann es nicht richtig benennen, oder pädagogischen Methoden miteinander macht, was dann eben eventuell auch irgendwelche Beziehungen aufbricht oder beschleunigt. Und da habe ich eben genau das gespürt, dass eben solche zwischenmenschlichen Entwicklungen
in so einem Kontext unheimlich schnell gehen. Also dass da innerhalb von 2 Tagen man mit Leuten zusammenwächst oder auch auseinanderwächst in einer Geschwindigkeit, wie man es draußen nie erwarten würde. Also wo wirklich in 3 Tagen mehr passiert als in anderen Freundschaften in Jahren. Also es ist wirklich krass. Also deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass da, ich meine, klar, was du geschildert hast, natürlich weird. Aber also diesen Grundding, dass eben in so einem Lagerkoller-Setting solche Entwicklungen einfach viel schneller gehen und da einfach viel mehr in viel kürzerer Zeit passiert, das kann ich schon nachvollziehen. Und da würde ich mich dranhängen. Ich bin als Kind immer ins Ferienlager gefahren worden, als Kind da hingeschickt worden. Und das war immer auch innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von wenigen Tagen dann, wurde hier überall wild rumgeknutscht und du musst es gucken, wo du bleibst. Also meine Frau habe ich übrigens auch von da. Okay, den Point. Ja gut, wild rumgeknutscht wird da ja auch. Ich glaube, das ist jetzt nicht die Hürde, sondern eher dieses, nach 2 Tagen sind die Gefühle schon vorbei und am 3. Tag fällt dir auf, dass da doch noch was ist und so. Das, ja, das ist natürlich, das ist ja, das Bullshit. Ist so. Ja, das ist Bullshit. Ich habe in der Wikipedia gelesen, die Serie sei based on eine Folge aus Seinfeld. Die auch von lustig. Jerry Seinfeld und Larry David geschrieben wurde, die mal in TV Guides 100 Greatest Episodes of All Time auf Platz 1 war. Die Folge The Contest, in der George irgendwie von seiner Mutter beim Masturbieren erwischt wird und deshalb erklärt, er masturbiert nicht mehr. Und daraus wird dann ein Contest. Und dieser Idee basiere diese Serie. Behauptet die. Okay. Sehr gut. Aber Christiane, was ich damals kritisiert hatte, und das würde mich jetzt interessieren, wie das in der amerikanischen Serie, ob das auch so störend und auffällig war. Die eigentliche Aussage der Serie ist ja ein ganz urkonservatives, in Klammern amerikanisches Beziehungsbild, dass du halt keine wahren Gefühle und keine wahre Beziehung herstellen kannst, wenn Sexualität im Spiel ist und du musst eben mit Sexualität eben im Endeffekt bis nach der Hochzeit warten und musst dich vorher binden aneinander. Ganz unangenehm, was ich im deutschen Kontext irgendwie total deplatziert fand und dann aber gedacht habe, okay, das scheint irgendwie so ein, oder so haben wir es damals gedeutet, es scheint irgendwie so ein amerikanisches Ding zu sein und weil es halt eine amerikanische Serie ist, was es ja gar nicht ist, wie wir jetzt gerade festgestellt haben. Ist das da auch so auffällig und störend oder? Also ich glaube, das kannst du da reininterpretieren, wenn du das möchtest, aber das waren jetzt nicht die Gedanken, die ich dazu hatte, weil es gibt ja immer noch die Option, also die dürfen ja, ne? Also es wird halt quasi vom Geld abgezogen, aber wenn sie gerne poppen möchten, dürfen sie das ja. Und es gibt ja dann tatsächlich auch Paare, die dann, also ich weiß nicht, ob das bei der deutschen Version auch so war, ab einem gewissen Punkt haben die dann so eine Uhr gekriegt, so eine Smartwatch. Ja, das war da auch. Mhm. Genau, und wenn die grün aufleuchtete, durften die quasi auch ohne Bestrafung irgendwas machen. Mhm. Also es wird ja offen gelassen und ich finde tatsächlich die Sendung an sich schon relativ sexpositiv, weil das wird ja nie negativ dargestellt oder als was Verruchtes oder, ne, also insofern, ich kann das logisch nachvollziehen, wo dieser Gedanke herkommt, aber das war überhaupt, also würde ich jetzt nicht als Kritikpunkt anbringen. Hm. Weil mit dieser Uhr, da wurde ja nicht gesagt, was man da machen darf, oder? Also wo nur so, dann dürft ihr oder was. Ich hätte es ja cool gefunden, wenn die Uhr grün und die halt sofort die Hosen runter. Das hätte ich so lustig gefunden. Aber nee, da guckt man sich dann verträumt an und küsst sich ähnlich. Und so, Leute, los, jetzt könnt ihr. Legt los. Das hätte ich sehr gut gefunden. Ja, aber ich meine, es sind ja auch immer noch Kameras da. Ja, stimmt. Stört sie zum Teil aber auch nicht. Also was in der Deutschen zum Teil abgegangen ist, war schon beeindruckend. Also, okay. Ja, ich weiß noch nicht so richtig, ob ich es weiter gucke. Wahrscheinlich schon irgendwie, weil das ist so gut was zum Wegsnacken für nachmittags, wenn man irgendwie gerade mal einen Durchhänger hat, aber ja. Nachmittags okay. Fernsehen gucken, ein Traum. Habe ich heute Gran Turismo fertig geschaut. Ach nee, es war vormittags. Ihr lebt in einer anderen Welt als ich. Irgendwie, irgendwas mache ich falsch, glaube ich. Kann sein. Ja. Okay.
Seid ihr damit durch? Ja. Aber dann biegen wir jetzt ab zur Musik. Oha. Und Christoph wird uns was über Taylor Swift berichten. Oder? Habt ihr das neue Taylor Swift-Album schon gehört? Nee, aber ich habe da auch nicht so Interesse dran, ehrlich gesagt. Nee, ich auch nicht. Ich bin kein Swiftie. Bist kein Swiftie? Heißen die so? Ich glaube, die heißen so. Ja, die heißen exakt so, ja, ja. Okay, dann bin ich jetzt stolz, dass ich das wusste. Aber da endet es dann auch schon. Ja, ich weiß ja nicht so recht, ob ich ein Swiftie bin. Ich mochte ja bisher zwei Alben von ihr und die anderen gar nicht. Also ich mochte diese Folk-Alben von ihr, Folklore und Everlast. Und dieses ganze Pop-Gedöns von ihr mag ich gar nicht, es langweilt mich furchtbar. Und sie hat jetzt vor ein paar Tagen ein neues Album rausgehauen. Also das ist alles ein bisschen dünnes Eis, was ich erzähle, ich habe das nicht ordentlich nachrecherchiert, aber so wurde es mir reingespült. Also sie hat ein Album rausgebracht, das sich Tortured Poets Department nennt, wo sich drüber gewundert wird, warum bei Poets kein Apostroph drin ist, also keine Ahnung, völlig egal. Und das ist ein Album, was mir sehr entgegenkommt, was kein Folk-Album ist, aber was eben auch nicht dieses, ja, so sehr poppige Pop-Gedöns ist, sondern eher so ein Balladenalbum ist oder so ein, man sagt auch ein vertontes Tagebuch. Die Swifties sind da ja auch ganz groß drin, alle möglichen Easter Eggs in ihren Texten zu finden und da irgendwelche Rückschlüsse darauf zu schließen, wann sie mit wem irgendwann mal zusammen war und so. Das ist mir alles völlig egal. Das höre ich mir gar nicht so genau an. Die Texte, das ist mir wirklich wurscht. Für mich war es so, dass das Album einfach, also musikalisch gut funktioniert. Es ist nicht wahnsinnig abwechslungsreich, aber es ist wirklich angenehm zu hören. Es ist nicht wirklich langweilig und es ist schön. Es sind schöne Lieder. Was sie dann gemacht hat, irgendwie ein paar Tage später, also wenn ich das richtig mitbekommen habe, aber also so schien es mir, ein paar Tage später hat sie einfach zu den, ich glaube, 16 Lieder oder so waren es, nochmal 15 Lieder rausgebracht. Also sie hat einfach ein Doppelalbum draus gemacht. 3 Tage später hat das Album einfach verdoppelt. Und lustigerweise ist ihr das überhaupt nicht gedankt worden. Also weil halt die Stimmen, die gesagt haben so, das ist ja gar nicht richtig, richtig poppig, das ist ja gar nicht so aufregend wie sonst, wurden halt da total nochmal verstärkt, weil halt, ja, das ist ja alles nur langweiliges Gedönse und jetzt haben wir auch noch, es sind 30 Lieder davon, das will doch keiner hören und so. Und ich denke so, ja, dann hört es euch halt nicht an, ja, also so, verstehe ich halt nicht. So, ihr hört doch eh alle bei Spotify oder bei Apple Music, ihr zahlt doch nichts dafür. Es doch, warum eifert ihr euch darüber? Es ist mir überhaupt nicht erklärlich. Dann hört halt das neue Beyoncé-Album, ja? Lohnt auch. Also, ja, verstehe ich nicht. Weil ich kein echter Swiftie bin. Aber ich mag's. Also jetzt deswegen, ich mag jetzt 3 Alben und eins davon ist ein Doppelalbum. Ich glaube, ich bin jetzt ein Swiftie. ja. Ich muss der Realität wohl ins Auge. Ja. Ich muss nochmal nachgucken, wo da die Zulassungskriterien sind, was du. Genau, ob das schon reicht. Ich bin ein Folk-Swiftie oder Slow-Swiftie oder so, keine Ahnung. Sie hat irgendwas so geschrieben, dass das irgendwie zerbrochene Gedichte sind oder irgendwie sowas. Und davon hätte sie einfach viele auf Lager und die möchte sie raushauen. Und das nehme ich irgendwie auch so ein bisschen. Also es ist so, ja, ich habe gesagt Tagebuch. Das ist halt so ein bisschen, es ist nicht Poesie. Ja, das ist übertrieben, das so zu nennen. Aber das gleicht dem schon am ehesten. Es ist halt eher vertonte Poesie als halt Dance-Pop oder so. Und dann bin ich halt dabei. Das kann ich gut hören. Auf jeden Fall kriegt man da was für sein Geld. 122 Minuten. Ja, krass, gell? 31 Songs sind's. Ja. Ja. Ja, aber wenn man mit Taylor Swift nichts anfangen kann, dann kann man halt nichts anfangen mit Taylor Swift. Das ist ja am Ende auch Geschmackssache, gell? Also hin und wieder fällt einem ja mal so ein Taylor Swift Song, entweder im Radio oder wenn man sagt. Ja, das sind die, mit denen ich nicht kann. Ja, nee, ich meine so wenn ich jetzt irgendwie meine Siri hier frage, mach mal Musik an oder so und dann macht die irgendwas, sagt die immer hier, ich habe was extra für dich zusammengestellt und dann kommt halt irgendeine Mischung von irgendwas, wo die Hälfte. Oh Gott, sowas würde ich nie tun.
Ja, das soll dann auf deinem Geschmack basieren. Das Problem ist, dass ich halt viel zu oft Musik für meine Kinder bestelle. Und da kommt Taylor Swift bei dir, okay. Ja. Weil die einfach davon ausgeht, dass Taylor Swift jedem gefällt. Vielleicht, ja. Und da muss ich sagen, das ist so inoffensive. Also das stört mich dann. Ich klicke das dann nicht weg. Oder das dudelt dann halt durch. Aber es gibt mir auch, also ich habe da jetzt kein Feeling dafür. So richtig. Ja. Aber vielleicht muss man mal so ein Konzeptalbum von ihr mal durchhören. Vielleicht sehe ich das dann auch anders. Oder ja, Everlast. Ich finde, man muss Everlast hören. Das ist immer noch das beste Album. Aber ja, das Beyoncé-Album, was Christiane ja neulich hier vorgestellt hat, ist auf jeden Fall mehr Konzept und oder irgendwie mehr in die Fresse Konzept. Also das, ich möchte dem Tortured Poets Department gar nicht absprechen, dass es auch einem Konzept folgt, aber es ist schon gefälliger, wie du sagst. Und das schafft Beyoncé jetzt doch mehr da Kanten zu haben und trotzdem Pop zu sein, klar. Ja. Aber also ich mag das neue Taylor Swift Album. Okay. Dann sei das hiermit in deinem Namen empfohlen. Und Christiane möchte uns noch einen Podcast empfehlen, wenn ich das hier richtig deute in unserer Show-Notes-Liste. Gehe ich da richtig in der Annahme? Ob ich den empfehlen kann, weiß ich gar nicht. Es ist nämlich ein neues Projekt von mir. Gibt die noch nicht, ne? Kommt wahrscheinlich diese Woche die Nullnummer raus. Der Podcast heißt Oh Gott, ja, wie heißt der denn? Andersrum. Autonomie und Algorithmen. Freiheit im Zeitalter von KI. Habe ich das beim letzten Mal schon erzählt, dass ich den mache? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Ich höre dich jedenfalls, dass du es schon mal erzählt hast, aber ich glaube, es war in eurer Besprechung von diesem japanischen Anime, was so bekannt ist. Jetzt fällt mir der Name nicht ein, das mit Scarlett Johansson auch verfilmt wurde. Ach, Ghost in the Shell. Ich glaube, da hast du das angeteasert, kann das sein? Naja, das kann eigentlich nicht sein, weil da existierte die Idee noch gar nicht. Aber da ging es ja um ähnliche Themen tatsächlich auch. Und das war ja auch mit Benjamin. Mit Benjamin mache ich den Podcast auch zusammen hier, Autonomie und Algorithmen, weil Benjamin ist ja Juniorprofessor für maschinelles Lernen und Wissensrepräsentation und kennt sich da mega gut aus, was so diese ganzen technischen Hintergründe angeht und ich halt so gar nicht. Ne? Ich aus der psychologischen Ecke befasse mich eher so mit der Nutzerinteraktion. Und da gab es vor ein paar Monaten so eine Ausschreibung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung für WISCOM-Projekte. Und da hat mein Chef mich so ein bisschen angestachelt und gesagt, willst du da nicht mal irgendwie einen Antrag schreiben? Und so ist dann die Idee so langsam entstanden. Und da waren wir auch erfolgreich in dieser Ausschreibung. Es wurden, glaube ich, insgesamt, ich weiß nicht, so 25% der eingereichten Anträge gefördert. Und da sind wir auch mit dabei. Das heißt, das ist der erste Podcast, für den ich ein bisschen Geld kriege. Wow, du bist also Profi. Ja, so weit Profi, dass wir tatsächlich auch die Postproduktion auslagern können, was sehr, sehr komfortabel ist. Wir haben auch eine studentische oder wissenschaftliche Hilfskraft, die uns ein bisschen unter die Arme greift, was so eine Recherche und Redaktion angeht. Und am Donnerstag dieser Woche haben wir das erste Interview mit einem Experten zum Thema KI in der Bildung. Genau, und da, wenn ihr da Interesse dran habt an den Themen, dann könnt ihr euch das mal in Gemüte führen, so. Sehr. Das interessiert mich sehr. Das werde ich mir auf jeden Fall anhören. Ich bin gespannt. Ich habe schon diversen solchen Podiumsdiskussionen zu KI so im Arbeitskontext beigewohnt. Die waren immer alle totsterbenslangweilig. Ich hoffe, dass sie das irgendwie spannender hinkriegt. Es hat immer so ganz viel Geblubber über KI von Leuten, die keine Ahnung von KI haben. Ist aber großartig. Ja. Deshalb sehr gut, dass du da so einen Experten hast. Auf jeden Fall. Dann wirklich gut ist. Ich erinnere mich, dass auch in eurer Ghost in the Shell-Dings er da durchaus Gutes beigetragen hat. Ich erinnere mich sogar noch genau, wann ich das gehört habe. Da habe ich nämlich gerade Schotter aus dem Gleisbett in Gellenhausen geklaubt. Ich sehe mich noch im leichten Schneefall und euch auf den Ohren. Ja. Ja. Ja, und das Ganze ist eine Produktion unter dem Dach, wie sagt man denn, sagt man das so, unter dem Dach vom Wissenschaftsjahr 2024, das jedes Jahr wird so ein Motto ausgerufen, letztes Jahr war das unser Universum und dieses Jahr ist das Freiheit, das heißt es geht immer in jeder Folge darum, inwiefern können gewisse KI-Anwendungen die Selbstbestimmung oder Freiheit von Menschen einschränken oder fördern und wie können wir das eben so nutzbar machen, dass es eben nicht eingeschränkt wird, das ist so die Leitfrage und es beschäftigt sich, also das Ding ist halt, es gibt ja schon KI-Podcasts wie Sand am Meer, ne? Und die sind teilweise auch echt gut und teilweise ein bisschen plakativ. Und da war eben die Frage, wie können wir uns davon abgrenzen, abgesehen von dieser Leitfrage. Und ich finde, was halt noch zu kurz kommt, ist,
die KI-Forschung im deutschsprachigen Raum sichtbar zu machen. Also klar, dass es irgendwie OpenAI gibt und dass es mega disruptiv war und dass jeder irgendwie nutzt, das ist klar. Aber woran wird denn eigentlich in Deutschland geforscht? Dann hört man höchstens mal so, ja, Deutschland als KI-Land hinkt total hinterher. Aber das heißt ja nicht, dass hier nichts gemacht wird und dass hier nicht auch total coole Ideen entstehen. Und das wollen wir halt auch ein bisschen sichtbarer machen. Cool. Ich habe gerade die Tage jetzt irgendwie 6, 7, 8 verschiedene LLM-Modelle auf meinen Rechner installiert und mit ihnen rumgespielt und so. Ich bin gerade auch irgendwie so, es ist lustig, dass du jetzt gerade heute das erzählst, wo ich da gerade so drin steckte, so aus reiner Neugier, mit diesen Dingern rumzuspielen und zu gucken, zu was ich sie so treten kann. Hast du da einen Favoriten? Noch nicht so richtig. Mistral hat mich jetzt ganz, fand ich ganz toll, die sind aus Frankreich. Mir ging es dabei auch darum, mit relativ begrenzter Hardware die Modelle lokal laufen lassen zu können. Wenn du zu große Modelle auf einem herkömmlichen Rechner ohne fette Grafikkarte oder so nimmst, dann wartest du teilweise irgendwie 15 Minuten auf deine Antwort und kannst dem Ding da so bei zugucken, wie die Buchstaben rauspurzeln, einzeln. Und wenn du dann aber zu kleine Modelle nimmst, dann ist es auch lustig. Dann macht es eine Antwort auf deine Frage, die inhaltlich ganz cool ist, aber von der Rechtschreibung totale Katastrophe. Da sind Wortformen komplett falsch und irgendwie, was hatte ich es gefragt? Irgendwas hat es mir über Lastenräder erzählt. Und dann hat es immer Lastenraden gesagt. So, wo du denkst, das hat es bestimmt nicht gelernt irgendwo. Sowas schreibt doch keiner. Lastenraden, so heißen die nicht. Also es bildet dann einfach den Plural von irgendwelchen Wörtern, die, so wie es denkt, dass es vielleicht sein könnte. Aber mit Umlauten hatte ist es in dem Fall nicht so. Ja. Und es sind so lustige Effekte, die man dann so beobachten kann. Dann nimmst du ein anderes Modell und gibst ihm den Ausgabetext von dem einen Modell und sagst, mach mal hier die Rechtschreibung gerade. Und dann macht es das, aber es macht einfach andere Fehler rein. Macht den einen Fehler raus und einen anderen rein. Ist so, die ist alles irgendwie, also es ist hochgradig lustig, damit rumzuspielen. Auch ChatGPT, klar, das Vierer, wahnsinnig gut schon in vielen Bereichen. Und wenn du dann aber so kleinere Modelle nimmst, die du irgendwo lokal laufen lassen kannst, was ist so bei uns in dem Unternehmen, gerade wo ich arbeite, wird gerade sehr hart über AI gestritten, so was dürfen wir denn verwenden und Datenschutz und so, wir können nicht den Amerikanern alle unsere Daten hinwerfen, die wir da reinschreiben als Frage und so, als Dokumente und ja, deshalb habe ich immer so ein bisschen angefangen zu forschen in Richtung lokal laufende Modelle. Sehr lustiges Feld zu spielen. Ich bin gespannt, was ihr da berichtet. Ich werde es abonnieren. Sehr schön. Kleine Anmerkung, geowissenschaftliche Anmerkung übrigens, du hast gesagt, Mistral sei aus Frankreich. Natürlich ist Mistral aus Frankreich, denn Mistral ist ein Wind in Frankreich. Ist ein Wind, der Frankreich prägt. Ich glaube, es gibt auch eine Surf-Ausstatter-Marke, eine französische, die Mistral heißt. Das wusste ich, glaube ich, sogar, weil ich mich da irgendwie mal zum Thema Segeln, glaube ich, ist der mir mal irgendwann untergekommen. Genau, ja. Das ist so ein Mittelmeerwind, oder? Also wahrscheinlich geht er über das ganze Land, aber... Ich glaube, der geht über das Land auch. Ja, aber ich kenne ihn aus so Mittelmeer-Segel-Kontext. Ja, Korsika ist der, glaube ich, wichtig und... Ja, aber auch auf dem Festland, ja, im Rhontal und so. Ja. Das ist ja, sehr französischer Wind. .ai. Ja. Ja, spannend. Werde ich mir auf jeden Fall anhören. Link hast du uns ja schon gegeben. Das heißt Freiheit. Also, Nullnummer noch nicht raus. Das heißt, oder? Wann, was sagst vermutlich du, wann kommt? Ende dieser Woche. Cool. Bis dahin ist unser Podcast auch live. Das heißt also, die Hörer und Hörerinnen, die da jetzt einsteigen wollen, ihr habt faktisch jetzt noch nichts verpasst. Ihr könnt ganz vorne mit anfangen. Und ohne so einen Rucksack von 70 Folgen zum Nachhören. Oh nein, ich schalte direkt ab. Kann man bequem einsteigen. Das ist doch mal gut, wenn man mal so vor der Welt ist. 824 Folgen zum Nachhören. Freiheit ist die einzige, die fehlt. Habe ich neulich versucht, auf dem Klavier zu lernen. Ist auch. Ja. Echt? Ja, macht Spaß bestimmt. Ist bestimmt gut auf dem Klavier. Ist Helmut Zerlett. Ja, klar. Von Helmut Zerlett damals gespielt worden. Ja. Gut. Habe ich live gesehen, gell? Habe ich aber auch schon hier erzählt, gell? In Frankfurt. Okay. Also dieses Lied. Naja, ist sicherlich fein. Also ich leider nicht. Ich hätte es ja damals gerne irgendwie nochmal so im Wende-Kontext gesehen, aber da habe ich nur Chris de Burgh geguckt. Ich weiß auch nicht, warum. Nee, besser als David Hasselhoff, oder? Ja, das stimmt.
Ich habe es bei diesem Anti-Nazi-Event Heute die, morgen du, Anfang der 90er in Frankfurt auf dem Messegelände gesehen. Da haben alle möglichen gespielt und Westernhagen hat eben genau das gespielt, was ja naheliegend ist. Scorpions haben natürlich auch gespielt, klar. Ja, natürlich. Gut. Okay. Ja. Haben wir nur noch zwei Punkte? Richtig. Glaube ich. Das verlorene Wort wäre der erste davon. Genau. Und letzte Woche war es ja so, dass Jan und ich, obwohl wir Teil dieser Sendung waren und eigentlich dachten, dass wir dir zugehört haben, es nicht bemerkt haben. Jetzt musst du uns aufklären. Was war es denn? Genau. Christiane, hast du es bemerkt? Hast du die Sendung gehört mit Jan letzte Woche? Oder? Nee, die fehlt mir noch. Habe ich noch fehlt nicht gehört. Fehlt dir noch, okay. Das Wort war preislich und preislich. Damit war gemeint, genau, also damit war gemeint, ob es würdig ist, sie zu preisen. Ja, also geht nicht um, ob es einen Preis hat, sondern ob man es preisen oder ob man sie preisen sollte. Es ging da um, ich glaube, um die schauspielerische Leistung von, na, die ich nicht mag, die Hauptdarstellerin aus dem Film, den wir letzte Woche gesprochen haben, Emma Stone. Und da fragte ich Jan ziemlich zu Beginn, ob es preislich sei, dass sie denn für einen Oscar nominiert sei und so weiter. Oder ob sie einen Oscar gewonnen hat und sowas. Okay? Hat das jemand bemerkt? Hat dir jemand geschrieben irgendwo? Ich habe es nicht gesehen, dass mir das irgendwie, vielleicht habe ich es irgendwo übersehen, aber mir hat es niemand geschrieben. Kleiner Tipp zum heutigen Wort. Das heutige Wort habe ich in einer Nachfrage an Christiane gestellt, direkt. Mhm. Obwohl ich das weiß, was es ist, ist es mir nicht aufgefallen. Ja, es war auch schwierig, weil ich habe es platzieren wollen und du hast gerade geredet und ich habe gesagt, nein, ich will das nicht platzieren und deswegen musste ich weiterreden. Wir haben kurz übereinander geredet, also egal. Ja, sorry, dass ich einfach über dich drüber geredet. Ich hätte normalerweise nicht so wild über dich drüber reden wollen. Aber ich dachte, nee, jetzt passt, jetzt bringe ich es durch. Ja. Jetzt muss es sein. Genau. Ja. Okay, also ich habe es gehört, diesmal, letzte Woche nicht. Genau, du hast es gehört, weil ich so cringe über die Christiane drüber geredet habe. Nee, aber ich glaube, letzte Woche hattest du es Jan und mir vorher nicht verraten, das hatten wir irgendwie vergessen. Hm. Echt? Und da habe ich es nicht gehört und diese Woche hast du es zumindest ins Dokument, wir haben nicht drüber gesprochen, aber du hattest es ins Dokument geschrieben und dadurch wusste ich irgendwie, worauf ich hören muss und dann hatte ich es gehört. Gut. Gut, die andere Kategorie wäre natürlich noch der Film für die nächste Woche und damit einhergehend darfst du jetzt auflösen, wer nächste Woche zu Gast ist. Ja, nächste Woche kommt um das dreckige Dutzend, hätte ich fast gesagt, um die drei voll zu machen. Vierteldutzend. Das dreckige Vierteldutzend voll zu machen. Der verbliebene Teil der KulturpessimistInnen, Erik. Und er hat irgendwie, hat er nicht sich richtig auf unsere Regeln richtig einlassen wollen oder keine Ahnung, es fiel ihm einfach schwer oder er mochte einfach nicht, keine Ahnung, aber ich habe ihm das durchgehen lassen. Wie kann man unsere Regeln nicht mögen? Da stimmt doch was nicht. Ich verstehe es auch nächste nicht Woche drüber reden, Erik. Ich fürchte es auch, ja. Also er hat sich mehr oder weniger geweigert, unsere Regeln durchzudingsen und hat als Zweitfilm, davon konnte ich ihn noch abbringen, das als Erstfilm zu nennen, obwohl es ein super Film wahrscheinlich ist, super interessanter Film, aber wir kommen einfach nicht ins Kino bis nächste Woche, ist einfach unrealistisch und wenn dann halt nur einer über den Film spricht, ist halt auch nicht so interessant. Als Erstfilm, er wollte nämlich den Amy Winehouse Film Back to Black. An sich ein guter Pick so von der Sache. Eigentlich ein super Pick, ja, aber ja, wir haben halt keinen Zugriff darauf, keinen realistischen. Deswegen, der kommt als Zweitfilm nächste Woche. Und dann wahrscheinlich auch besprochen nur von Erik. Und als Erstfilm kommt einer, der auch nicht ganz den Regeln entspricht, denn der wurde bei uns schon besprochen, wenn auch nicht als Hauptfilm, sondern von mir. Ich war im Kino in Argyle, beziehungsweise, ich habe schon wieder vergessen, wie man es richtig ausspricht. Ich habe auch vergessen. Er wurde nicht nur besprochen, er wurde auch falsch ausgesprochen. So viel ist Ach, Heller, oder, ne, ich weiß nicht, ich versuch's gar nicht erst. Ich müsste jetzt nachgucken ich hab's irgendwo aufgeschrieben. An sich auch ein guter Pick, bin ich auch froh irgendwie drum, weil ich den jetzt dann auch gucken kann, endlich. Genau, ich freue mich drauf, ihn nochmal zu schauen, dann jetzt eben auch auf Englisch zu schauen. Ich hatte ihn ja auf Deutsch im Kino gesehen. Und, ja,
Ja, sei es drum, dass wir ihn schon besprochen haben. Es ist halt so, aber wir sprechen da gerne nochmal drüber. Also das ist nicht das Ding. Ja. Regelbiegung bei Gästen, die zum ersten Mal da sind. Naja, muss man sich auch trauen. Muss man was gucken. Ja, ist schon mutig. Ja, ja, ist halt Kulturpessimistinnen. Ja, die sind so. Sehr gut. Okay. Nächste Woche also Erik mit, ich sag's jetzt einfach, wie es da geschrieben steht. Ah, geil. Ja, Jan hat ja auch gesagt, dass eben von quasi 100% der Menschen das auch so ausgesprochen wird und dass das auch legitim ist, das so auszusprechen. Also von daher können wir das so machen. Okay, dann. Ja, wenn der Jan das sagt, dann ist das so. Dann ist das freigegeben. Ja. Ich sehe gerade, er hat bei IMDb mittlerweile voll den Absturz hingelegt, 5,7 von 10. Verstehe ich nicht. Ziemliche Vernichtung so für IMDb-Punkte. Jetzt nicht mal für 6 reicht. Das ist. Du hast den ja gefeiert, ziemlich, oder? Ich bin jetzt. Ich habe den sehr gefeiert, ja. Ich habe den sehr gefeiert. Bin gespannt. Vielleicht ist er jetzt in der zweiten nicht mehr so, aber beim zweiten Mal schauen, keine Ahnung. Aber ich fand den wirklich toll. Ich fand. Nee, mir hat den auf so vielen Ebenen Spaß gemacht. Er hebt dir das für morgen auf. Für nicht für morgen, für nächste Woche. Ja, Gran Turismo hat in der IMDb 7,1. Ja, völlig berechtigt. Völlig berechtigt. Ihr habt noch keine Ahnung. Ich brauche eine andere Movie-Database. Ich muss mich gerade mal umsehen, was es noch so gibt. Ferrari 6,5. Sieh an. Das sehe ich ähnlich. Also ich sehe Ferrari nicht so weit oben, aber von der Tendenz sehe ich das ähnlich. Okay. Ah, hier, Argyle, der The Movie DB, 62% ist schon mal über 6 Punkte. Ich suche mir jetzt einfach eine Datenbank, wo die Leute meiner Meinung sind. Das ist okay, also, nächste Woche Argyle. Diese Woche war Christiane da und ist hoffentlich ein bisschen mehr zu Wort gekommen. Ich glaube schon. Ja, ein bisschen. Also bis auf meinen Riesen-Rant bei Gran Turismo, da konnte ich mich nicht zurückhalten. Es tut mir leid. Ich habe übrigens gefunden hier. Ich habe die Aussprache gefunden. Jetzt kommt. Argyle. Argyle. Okay. Wobei das nicht G und das L hinten im Hals wie im Rheinland gesprochen werden. Also Argyle. Ist schön. Vielleicht. Ist schön, wie man dann einfach in so eine Erklärung, wie das auszusprechen ist, einfach das nächste Fachwissen mit einbaut. Wie im Rheinland. Da musst du denn jetzt irgendwie darüber wissen, wie die im Rheinland irgendeinen Buchstaben aussprechen. Ja, der Jan kommt halt aus dem Rheinland. Das ist natürlich einfach für ihn. Gell? Ich komme auch vom Niederrhein, aber was ist denn bitte die niederrheinische oder rheinische Aussprache von einem L? Es ist doch einfach L. Sag mal, wie ist es einfach? Na, einfach L. Also, was soll ich denn sagen? Rausplaudern. Nee, da ist das L ja eingebaut, aber. Ja, vielleicht benutzt du das genau so und merkst es gar nicht, dass es. Aber das kommt mir komplett ganz anders hochdeutsch benutzen. Vor. Ja, die kommen uns auch total hochdeutsch vor. Icke? Nö. Naja. Gut. Bob, hast du diesen Franken dir angeschaut? Ja, habe ich nicht lang ausgehalten. Ist fantastisch, oder? Nee. Christiane, kennst du das? Diesen Food-TikToker aus Schonungen bei Schweinfurt? Boah, Sebastian. Der ist so furchtbar, ey. Das ist krass, oder? Danke. Oh, das ist so krass. Das ist der mit der Annette, ne? Ja, Annette und Franziska oder so. Oh, schlimm, ey. Und Jackson. Also, fränkischer geht's nicht, oder? Also, aber wenn man den gesehen hat, dann hat man Franken verstanden. Also, das ist wirklich, so ist Franken. Das ist, ja, ist wirklich so. Also, ist krass, oder? Und man fragt sich. Möchte ich Franken nicht mehr, bitte. Man fragt sich doch relativ lange, ist das ernst oder ist das Comedy? Also man wartet so auf so einen Twist, aber es kommt halt keiner. Über hunderte Folgen hinweg. Und das gibt's doch gar nicht. Also ich habe ein Video habe ich komplett ausgehalten und dann habe ich noch in 3 weitere so reingeguckt für maximal jeweils 30 Sekunden und dann war ich fertig damit. Ja, ich auch. Also es wurde mir tatsächlich schlimm. In meine For You-Page gespült, wahrscheinlich auch durch Jan oder so, da gibt es ja auch gewisse Überschneidungen dann und ich war einfach fassungslos. Also ich habe mir das angeguckt und dachte so, Alter, warum? mir ist einer reingespült worden, der den imitiert. Also der halt so diese Dauerphrasen, die der immer trischt, so schmeckt gut, schmeckt mir gut, schmeckt gut, sowas halt
völlig zum Exzess treibt. Und da habe ich dann halt mir auch mal das Original angeschaut und ich war wirklich, es ist wie so ein Autounfall. Man kann da nicht, also ich konnte da nicht wegschauen. Ich habe da auch viele Videos von geschaut, weil, und dann eben auch mit den anderen, mit Annette und diesen anderen, die halt alle komplett untelegen sind, bis auf die eine, wo man sich fragt, was willst du da? Du bist doch, ja, das, wo sie auch in dem ersten Film, das erste Video, was ich mit ihr geschaut habe, so die ganze Zeit so grinst zu suffisant und auch ihn so imitiert und dann so dann auch sagt, ist tropisch, oder? Oder ist fruchtig? Und wo ich mir denke, so, okay, die verarscht den doch. Aber dafür ist sie dann halt in viel zu vielen Videos und gibt sich halt dafür her. Und ich denke, das gibt's doch nicht. Also, why? Das ist wirklich ein Phänomen. Er hat zigtausend Follower, ne? Ja, ja, klar, weil es finden alle geil. Nein. Und, ja, das finden Leute geil, die halt auch den Würzburger Stock geil finden. Ja, das sind halt Franken. Ich weiß es schon, nicht. Es ist schon irre. Es ist wirklich irre. Ja. Ja, es ist halt ein Sparwitz, gell, am Ende. Ja, aber also okay. Es hat schon auch seinen Reiz auf mich, muss ich zugeben. Also es ist, ich kann mich dem nicht ganz entziehen. Ich schalte es auch nicht weg. Also ich schau dann so ein Video auch an, wie er dann eben im Restaurant Froschschenkel probiert. Finde ich auch ziemlich gut. Könnt ihr mich kaputt lachen? Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Nee? Nee. Nicht so euers? Mm-mm. Aber ich habe so ein Video gesehen, gerne, wo sie dann irgendwie, da haben sie so eine Pizzaschachtel voll mit unterschiedlichen Sachen und hier die Dings darf jetzt mal vorstellen, was das hier alles ist und dann wird das so angesagt und das kam mir alles so provinziell dümmlich vor, dass ich einfach, ich saß fassungslos, sag ich doch. Ich saß fassungslos davor und dachte mir, mein erster Gedanke war auch, das ist Comedy, die verarschen mich, die meinen es ja nicht ernst. Nee, aber dann habe ich halt so wahllos runtergescrollt, einfach so 40 Videos runter und dann einfach irgendeins angeklickt und so, ging einfach so weiter, komplett selbe. Also, und dann, ja, vielleicht steckt Stefan Raab dahinter, das könnte sein, oder ja, Böhmermann, das dann, ja. Das ist dann aber ein Long Game, was er davor hat. Wirklich Long Game, ja, also wirklich. Also, ist ein Phänomen. Aber so ist Franken. Also, wenn du das ist Franken, dann hast du Franken verstanden, wenn du das siehst. Okay. Ich hatte mal Kunden in Schweinfurt, die habe ich nicht so in Erinnerung. Dann war die nicht typisch. Ja, das war auch nur so ein 2-Stunden-Meeting. Vielleicht haben sie sich verstellt. Weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Ah, herrlich. Ja, und dann wundert man sich über Söder, gell? Ja, der kommt genau daher. Okay. Vielleicht muss man das unter dem Blickwinkel nochmal gucken. Ja. Vielleicht gibt es einem dann was. Genau. Den Gedanken hatte ich dabei nicht. Söder und Beckstein, die kommen daher. Okay. Wir machen, glaube ich, jetzt, die Deckel jetzt, auf. Jetzt muss ich überlegen, wie ich deine Abmod als nächstes derail. Torpedieren kann, ja. Ich ist mir schon nicht entgangen. Aber ich muss es ja versuchen, es bleibt mir ja nichts übrig. Irgendwas nächste wollte Woche. Noch, irgendwas wollte ich noch anbringen. Ah, geil, nee, jetzt verstehe ich, was du gemacht hast. Komm, moderier ab. Also, Christiane, ja, danke, dass du da warst. Warte. Ja, ich moderiere jetzt einfach ab und tue einfach so, als ob ich diese rechte Seite in meinem Kopfhörer nicht mehr höre, denn wir müssen aus Christoph, dieser hast du noch was zu bemelden? Kommt es bei den Zuhörern eigentlich auch mit diesem rechts-links oder hast nur du uns rechts-links? Also ist es bei den Zuhörern auch so, dass ich rechts bin und die Christiane links oder kommen wir da nicht in Stereo? Nee, sendet das doch in Mono raus. Ist das Mono? Nein, das tun wir tatsächlich nicht. Wir senden tatsächlich in Stereo, da muss ich korrigierend eingreifen. Was? Und wir senden tatsächlich auch mit einem leichten Rechts-Links-Versatz, ist in der Regel so, kann ich jetzt aus dem Post-Production-Nähkästchen plaudern, dass wir, Christoph und mich, 10% rechts, 10% links, das ist nahezu unhörbar, aber so ein ganz leichtes bisschen. Aber warum machst du nicht mehr? Das ist doch geil, oder? Das ist kacke, weil es Leute gibt, die nur mit einem Kopfhörer hören wollen weil es Leute gibt, die auf einem Ohr nicht gut hören können oder es gibt viele Gründe, warum man das eigentlich nicht tut. Deshalb mache ich das auch nur so ganz, ganz leicht, so 10%, das hörst du faktisch kaum. Wenn du darauf achtest und dich darauf konzentrierst, kriegst du es mit. Das gibt so ein bisschen Dynamik wahrscheinlich. Subtil, ja? Hat es irgendwas. Und wenn wir Gäste haben, sind die Gäste immer in der Mitte. Das ist so meine Post-Production-Philosophie. Wir quatschen also von rechts und links auf Christiane ein. Das könnte man so sagen.
Und wenn der Stefan die Sendung produziert, dann passiert irgendwas anderes, weiß ich nicht, weil wir uns da nicht absprechen. Dann hat der Stefan vielleicht eine völlig andere Philosophie und macht da irgendwas anderes, das müsst ihr ihn fragen. Okay. Aber die letzten Sendungen, seit der Stefan jetzt im Umzug ist, sind ja alle von mir produziert und insofern folgen die alle diesem Konzept. Bis auf eine. Wo du Urlaub hast. Ja, das stimmt, genau. Die eine, wo der Stefan dann wieder hier war, die hat er dann natürlich auch produziert. Genau. Ich habe schon den nächsten übrigens Urlaub gebucht. Es ist furchtbar. Aber ich wohin bin nur ein Wochenende. Nach Den Haag. Ah, sehr schön. Ich war Kannst noch nie du dort. Blutwein trinken? Mit Sicherheit könnte ich das tun, ja. Ja, mal gucken. Ich war noch nie in Den Haag. War schon jemand in Den Haag von euch? Ich war schon mal in Den Haag, ja. Was muss ich Kann gesehen mich haben? Erinnern. Ich habe es jetzt nicht so positiv in Erinnerung. Ich weiß, dass ich da Snooker gespielt habe und kläglich gescheitert bin. Dafür brauche ich nicht nach Den Haag. Ein Snooker-Spiel ja. bin ich auch hier in Deutschland schon oft gescheitert. Ich wollte es gerade sagen, um kläglich zu scheitern in Snooker, brauche ich nicht weit gehen. Ja, wir haben, was ich noch erzählen wollte, hier diese von Jan empfohlene Falkenbeobachtung ist wirklich sehr schön. Gucke ich jetzt auch jeden Tag rein. Und, sehr gory. Sehr gory. Jan informiert uns hin und wieder auch so, also hier, jetzt Fütterung. Und dann schauen wir uns an, wie irgendwelchen kleinen Vögeln der Darm in Stücke gerissen wird und an die Kleinen verteilt wird. Sehr schön. Wie, fällt mir gut. Kleinen Vögeln einem Vogel rausgerissener Darm serviert ja. wird. Also es ist irgendwie Vögel all the way. Ja, es ist sehr schön. Also und da geht auch wirklich was. Also geht mehr als bei den Störchen, muss ich sagen. Ja, es ist aber immer, man will das dann immer den Kindern zeigen und dann denkt man sich so, ah, das sieht jetzt aber wirklich auch ich zeig gar den nicht Kindern. Richtig aus. Ich zeige, meine Frau meinte nur so, ah, vegan ist das nicht. Nein. Kann man nicht sagen. Hat nur zugeguckt und hat dann irgendwie so drauf geachtet, dass dieser eine kleine Jungvogel, der so ein Stückchen weiter hinten steht und nichts abbekommen hat, ja, hab ich auch gesehen. Nur in dieser einen Minute, die sie beobachtet hat, gesagt, der da wird bald sterben, der kriegt nichts. Was ist denn das? Ich meine, der ist doch immerhin jetzt schon so groß geworden. Also ja, der muss ja bis jetzt schon was gekriegt haben. Also, aber sie hat ihn sofort tot geweiht, den Vogel. Ist halt Natur, meinte. Und dann. Ja, aber manchmal hat man das Gefühl, gell, dass so zwei vorne sitzen und sich alles teilen. Ja, und genau. Jetzt das Mutter- oder Vatertier da auch sich nicht so groß drum schert, sondern nö, dann halt das, die zwei, nimmt, die vorne der beißt sind. Irgendwas ab oder zieht irgendwas hoch von aus dem halt Gedärm Kinder, von dem und hält das nach vorne und der Erste, der es nimmt, der hat's. Genau. Ja, also da ist also genau, die müssen schon vor und dann was holen, ja. Aber der ist dann ja so außen rum gekrochen und so halb unter das Elterntier und hat dann so mit reingepickt und so. Ja, ich musste dann auch instinktiv einfach sofort widersprechen und zum Glück hat der Vogel mir recht gegeben und hatte irgendwie so 10 Sekunden später oder so hat er auch was bekommen und dann habe ich gesagt, ja, hast du gesehen, jetzt hat er was. Ja, aber ist schon sehr süß. Wenn wir Jan nicht hätten, der irgendwie in der WhatsApp-Gruppe Bescheid sagt, und irgendwie sagt jetzt Fütterung und man sich dann, okay, ich habe den Tab irgendwo in meinem Safari noch offen und dann ist man auch irgendwie 10 Sekunden später dort und kann gucken, dann hätte ich, glaube ich, diese erwachsenen Vögel noch nie zu Gesicht bekommen, wenn er nicht wäre. Von daher, Jan, keep it up, sehr gut. Ja, so, sehr schön. So geht das. So, jetzt weiß ich langsam nicht mehr, wie ich deine Abmod derailen soll. Ich bin ausgequatscht. Christiane ist auch innerlich schon weg. Nein, bin ich nicht, aber. Nein, bist noch da. Ja. Christiane, jetzt ist es an dir, die Abmod zu torpedieren. Ich kann nicht mehr. Nee, ich will auch langsam ins Bett. Ich torpediere ja, nichts mehr. Du hast vollkommen recht. Wie viel Uhr haben wir denn? Ist schon morgen? Nee, nee ist noch nein. Nicht. 8:28. 20 nach 11, also ich bitte euch. Gut. Also, gut. Dann machen wir dann versuche ich jetzt wirklich noch ein letztes Mal Christiane zu danken, dass sie uns ja, nochmal Dank, besucht Christiane. Hat. In der nächsten Woche hört ihr hier Erik. Wir sprechen über Argyle. Ansonsten sneakpod.de ist die Seite, wo ihr Kommentare zu dieser Sendung hier dalassen könnt. Das war die 825. Ausgabe. Das ist die ihr klicken müsst für die Kommentarspalte. Und natürlich danken wir euch fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Ciao mit Miau. Tschüss und vielen Dank, Christiane, dass du da warst. Gerne. Thank you.